Abend. Jo, jo. Ich glaube, wir sind live. Ja, das ist doch schön. Jetzt habe ich ja heute nur einen. Warte mal, ich muss. Ich glaube, wir sind live. Ja, genau. Okay. Jetzt habe ich heute Abend nur einen Bildschirm. Und ich weiß dann nicht so genau, wie ich das mache. Ich bin gerade am Schauen, wie das geht. Zwei Sekunden noch. Ja, mach in Ruhe. Hey, ist aber toll, hat das geklappt? Ja, natürlich. Ich bin hier im Kloster angekommen. Naja, genau. Also gut, keine Ahnung. Also gut, wo sind wir? Hoi! Alles klar bei dir? Ja. Jetzt schau mal, was hat sich in der Zwischenzeit getan, habe ich mir noch überlegt. Du hast mal noch gesagt, wegen den Links sollten wir das anders machen, gell? Wollen wir das noch ja. Sonst etwas zu erzählen, was wichtig wäre? Ich hatte angesprochen, die Links direkt in YouTube selbst, also wenn dort sozusagen, wenn wir dort Sachen verweisen wollen unter dem Video, sind die Wikipedia-Verweise, wie wir sie kennen, mit den eckigen Klammern, das sieht zwar toll aus, aber letztlich kann das keiner anklicken und nutzen. Das war nur mein Gedanke. Ja. Aber vielleicht ist das auch nicht so wichtig. Doch. Also komm, wir gehen schnell hin. Das ist jetzt eben doof. Jetzt sehe ich dich ja nicht mehr, aber vielleicht ist das ja auch ganz okay. Und wenn ich das mache, dann sehen wir uns da in dieser langen Höhle. Das finde ich auch geil eigentlich. Also egal. Also für heute muss es so klappen. Hey, was hast du jetzt für eine Umgebung? Das sieht ja wunderschön aus. Wo bist du denn jetzt wieder? Ich bin immer noch in der Kutscherstube in Wersdorf. Diesmal bin ich in einem anderen Raum unten drin. Es ist so schön. Ja, das ist ein kleines Kellergewölbe, was so ein bisschen als Partyraum ausgebaut ist. Und hier kann man gut sitzen. Hier ist gute Internetanbindung. Mhm. Ja, und vom Technischen her bin ich heute wieder im Browser des Handys unterwegs. Der Ton ist, einigermaßen in Ordnung. Ich kann da auch die Lautstärke nicht so richtig regulieren. Ich bin immer noch auf der Suche, falls jemand Ahnung hat, für eine App für Handy, dass ich das dann machen kann. Oder ich muss auf Laptop umsteigen. Das wäre auch möglich. Ja. Also weil ich mache das ja jetzt einfach so auf keine Ahnung, oder? Ich mache es über den Laptop, über die Webseite. Ja, genau. Keine Ahnung, also bei mir ist das ganz browserbasiert ganz ohne irgendwas. Ist egal. Also gut, komm, wir gehen mal rüber. Ja. Also wir sind hier, das meinst du, oder? Also wenn du bei Sprints. Nee, ich meinte direkt im YouTube. Also wenn du ein YouTube-Video hast, zum Beispiel unser letztes Video, ich schaue mal schnell. Ja. Mir geht es im Grunde nur um die sogenannte Nachnutzung der Sachen, dass das einfach ist und sozusagen barrierefrei. Und jemand, der kein Fachwissen hat und nicht weiß, was ein Wikipedia-Link ist, der kann ja damit nichts anfangen. So, warte, Playlists, Austausch zu freien Inhalten. Zum Beispiel, was meint Löschen im Kontext von Wikipedia war unser letzter Stream? Das war der da, oder? Moment, ich schau mal bei dir. Genau. Und dort hast du dann als Beschreibung Sprint 44 mit Conny, Wikipedia Telefonberatung. Und das WP Telefonberatung, das kann halt niemand anklicken. Das war nur mein Gedanke. Aber beim nächsten, also gut, ja genau, ich sehe natürlich, was du meinst. Warte mal schnell. Das sind Kleinigkeiten. Nein, das finde ich überhaupt nicht Kleinigkeiten. Das finde ich genau richtig. Aber die Leute interessiert es vielleicht, sie wollen es anklicken, aber so kannst du nur mit Fachwissen hinkommen. Jetzt mache ich mal, warte mal, ich muss hier den Link klauen. Telefonberatung.
Jetzt habe ich den Link. Dann gehe ich rüber. Dann du machst das gleich, du bist ja lieb. Ja, Logo, nee, das, sonst geht das ja ewig. Oder gar nicht. So. Und jetzt mache ich also hier statt so, tschabum, einfügen. Das Mobile muss noch weg. Das mache ich jetzt am Handy. Speichern. Jetzt können wir mal Reload machen. Warum wird das jetzt so abgekürzt? Ja, das ist normal, aber das ist vollkommen in Ordnung. Richtig so. Super, jetzt klappt das, Stefan. Dankeschön. Ja, aber ja, also. Das wird von YouTube dann mit diesen Punkten versehen, weil der Link zu lang ist. Ja, genau. Wir könnten auch, Wiki, es gibt ja ein Short-URL-Generator, gibt es ja jetzt auch bei Wikimedia. Genau, wo haben wir denn den? Wenn du auf der Seite von der Wikipedia-Telefonberatung bist, hast du links im Menü stehen kürze URL. Also Wikipedia-Telefon. So, jetzt bin ich hier. Genau, jetzt hast du auf der linken Seite kürze URL. Das ist im Menü Werkzeuge. Werkzeuge, Änderung, Spezialseite, permanenter Link. Dann steht es bei dir nicht, dann muss man es in den Einstellungen aktivieren. Ich kann dir aber einen Kurzlink sagen, ich habe gerade einen generiert. Nee, warte mal, aber nee, zeig mir mal, wo kann ich das aktivieren? Bist du angemeldet? Ich sehe es gerade nicht. Melde dich mal an. Und dann gehst du in die Einstellungen. Rechts oben. Wikipedia, scheiße. Jetzt bin ich natürlich wieder mit dem da hier. Einstellungen. Und dann, jetzt muss ich mal schauen, wo das ist. Sekunde bitte. Helferlein, nein, Aussehen. Wo hat man das aktiviert? Bin ich gerade selber am Schauen. Das finde ich aber eine coole Sache, oder? Ja, wenn ich jetzt noch schlau genug wäre, um dir das schnell sagen zu können, wäre das gut. Oder warte mal, ich suche mal schnell. Media Wiki Short URL aktiviert. Die Welt. Schau mal schnell. Short URL. Zum Glück machen wir keine Show. Die Video No Show. Mit Moritz machen wir da immer die Radio No Show. Mhm. Mich nerven sowieso die Shows. Das finde ich sowieso blöd. Was hat das mit der Show auf sich, dass muss alles dann passen und. Nee, dass man ja. Weil du ja immer so schön an die denkst, die zuschauen und mir das ja bewusst ist. Selbst. Mensch, Stefan, wo haben wir das hier? Also gut, wie suchen wir? Jetzt zeig mal, wie du das suchst. Das finde ich doch super. Also ich geh in die Einstellung rein und bin jetzt einfach mal die Einstellung durchgegangen. Ja, gut, ich habe es aber nicht gefunden. Ja, genau. Aber ich kann dir einen Kurz-URL-Link, das musste man irgendwie aktivieren. Und dann erscheint das dann im Menü. Wir können noch mal gucken, vielleicht ist es bei dir ja jetzt da. Aber es sieht nicht so aus, ne? Nee, technisch. Nee. Bekannt. Wir finden das mal raus, wir notieren es uns und ich suche es noch mal raus. Wie man diesen Hinweis da einfügt. Okay. Aber wenn du es mir hast, dann kann ich den jetzt einfügen. Dann schicke ich ihn auf Hangout. Dann kann ich ihn am Handy rübernehmen. Dann machen. Wow, das geht zu schnell. Gut. Text kopieren. Dann gehe ich also da wieder hin. Schon. Ich
Also für den geneigten Zuschauer, während du das machst, die Kurz-URLs haben eben die Möglichkeit, dass man nicht eine lange www.wikipedia.de/wiki/telefonberatung, Wikipedia:// telefonberatung braucht, sondern man hat dann einen kurzen Link, die lauten bei im Media-Wiki-Kosmos https://w.wiki/ und dann kommt sozusagen, je nachdem, wann der Link generiert wird, immer wieder eine neue kleine Buchstabenfolge. Wir haben bei der Wikipedia-Telefonberatung jetzt BSB in Großbuchstaben. Und diese kurzen Links haben den Vorteil, dass man sie schneller weitergeben können und dass sozusagen Programme nicht die Links noch kürzen müssen. Man sieht den kompletten Link, also einmal bei der Archivierung, dass man später auch den Link erkennt. Und das zweite Schöne ist, es sind keine externen Anbieter mehr, sondern wir stellen die selber bereit, Wikimedia, und dadurch ist auch garantiert, dass diese Links in einiger Zeit auch noch da sind. Ja. Also die Kurz-URL-Services, die haben ja eine riesengroße Macht. Zum einen wissen die, was die ganzen Leute aufrufen, was über Twitter geteilt wird und da 100.000-fach aufgerufen wird. Das wissen die statistisch und können damit was anfangen. Und das andere ist, wenn es den Kurz-URL-Dienst nicht mehr gibt, weiß keiner mehr, was die ganzen Links sind. Es gibt ja keine Tabelle, wo das transparent dasteht. Und deshalb hat Wikimedia gesagt, die Wikimedia Foundation, wir machen einen eigenen Kurz-URL-Service. Und das finde ich super. Ja, also gut, ich habe es jetzt gerade versucht, noch bei der aktuell laufenden einzuarbeiten. Aber dort, ich mache das nachher noch. Oder pflegen wir das in unser Google-Dokument ein? Ja, Logo. Dann machen wir das da gleich mal mit rein. Machst du das gleich? Ja. Bei 44? Ja. Also was meint Löschen im Kontext von Wikipedia? Ja, genau. Wer macht die Frage? Ja, genau. Ist doch super. So, da schreibe ich mal. Das wäre nämlich auch das Schöne, wenn du am Notebook bist, dann kannst du deinen Bildschirm auch freigeben übrigens. Aber ich streame ja über Handy. Das ist ja das eben. Ich habe meinen Laptop extra. Oder ich komme mal mit dem Laptop rein. Das kann ich machen. Ja, mach mal mit dem Laptop einander mal. Ist doch egal. Also gut. Super. Nächstes Mal. Ja. Was ich hier eben noch gerade gefunden habe. Übrigens bei der Wikihausen-Show habe ich noch gesehen, die haben sowas aktiviert, wo sie immer sehen, wer was in einem Text geschrieben hat. Die Textanteile, das habe ich auch aktiviert. Wie macht man das? Moment, da schauen wir mal nach. Das ist auch in den Einstellungen. Und da haben wir die Helferlein. Das ist ein Helferlein. Helferlein ist ein kleines Werkzeug, was noch in der Experimentierphase ist, was aber schon so stabil ist, dass es viele Leute nutzen können und was man sich dann nach Belieben hinzuaktivieren kann. Und jetzt gucke ich mal, ob das hier schon, also es gibt mehrere Möglichkeiten, Helferlines einzubinden, standardmäßig über die Einstellungen, aber man kann sich zudem auch noch über die eigene JavaScript-Seite eigene Helferlein auch einbinden in seine Oberfläche. Man kann die komplette Oberfläche der Wikipedia so gestalten, wie sie praktisch für einen selbst ist. So, jetzt gucken wir mal Beta-Funktionen, ob das bei den Beta-Funktionen ist. Inhalteübersetzung, nee. Dann ist das nämlich auch eine Sache, vermute ich mal, die wir manuell machen müssen. Also jetzt haben wir schon zwei Pendenzen. Hä? Pendenzen. Das eine. Aha, nennen wir. Kurzlinks aktivieren. Linke Spalte. Und Autorenanteile zeigen. Wie heißt das? Wie hast du dem gesagt? Textanteile zeigen und das linkt dann auf ein Tool, was es offiziell auch gibt, generell genutzt wird, das ist das Wiki History. Und Wiki History ist dann nochmal eine detaillierte Aufschlüsselung,
über die zeitliche Entwicklung, wie die Textanteile sich verändert haben. Wollen wir das mal für eins machen? Soll ich dir einen Link schicken? Wikihistory mal als Test für, sagen wir mal, einen Artikel. Das schick mir jetzt bitte hier auf die im Diskussionsdings da. Im Google Document? Aha, ja, genau, dort geht es natürlich auch. Hey, das hätten wir schon vormachen können, stimmt. Ja. Wir können ja mal wollen wir mal eine Artikelstatistik, zu welchen Artikel wollen wir das mal machen? Zu welchem Lemma? Wikipedia is not paper. Gibt's den in Deutsch? Ich hoffe nicht. Ich glaube nicht. Brauchst du den in Deutsch? Ja, ich brauche einen deutschsprachigen Artikel. Doch, der ist deutsch. Wiki ist ja, kein Papier. Sehr geil. Den gibt es. Ich habe es eingetragen hier. Ja, Wiki ist kein Papier, ist Meta. Und Wikipedia ist, ja, das ist eine Projektseite, da kann ich keine Statistik drüber machen. Okay. Ich kann nur eine Statistik über einen Artikel machen. Okay. Aber wir können ja mal den Artikel Wikipedia nehmen. Ja, genau. So, da schicke ich dir einen Link. Ah, 16% hat der Hans-Jürgen Hübner geschrieben. 6%. Wo ist der Link? Ja, Moment, ich schicke dir einen Link. Was denkst du, wie viele Autoren an dem Artikel Wikipedia gearbeitet haben? 300. Mehr? 600. 1800. Geil. Verschiedene Autoren. Ne? So, ich mache den Link mal unten in die Aufzählung. Artikel, Statistik zu den Textanteilen. Du bist dort unten, mein Gott. Ich bin ganz oben. Gut. Entschuldigung. Nee, ja, wir arbeiten an verschiedenen Enden der Welt. Ja, das ist super. So, das dauert jetzt auch eine Weile, bis der hier mit dem Laden fertig ist. 600, bei dir ist schnell. 673. Was, wo? Nein. Unterschiedliche Benutzer. 1800. Geil. Schon stark, hä? Das ist echt nicht schlecht. Das ist eine ordentliche Beteiligung. Ja. Ja, und da hat man dann eine Tabelle weiter unten, wo du dann wirklich siehst, wer hat textanteilsmäßig das meiste am aktuellen Artikel beigetragen. Genau, hier auch die Genese. Der Artikel war mal länger, der ist dann wieder kürzer geworden. Warte mal, was siehst du? Ist das die richtige Statistik, wo ich jetzt bin? Zeitlich, also hier können wir zumindest entnehmen, dass 2010 der Artikel mal zusammengekürzt wurde auf das Jahr 2011 und dann ist er wieder gewachsen. Das können wir dieser Grafik jetzt hier entnehmen. Also worauf schaust du jetzt? Auf die rote Linie? Auf die rote Linie, genau. Edits sind die grauen, jetzt sehe ich es erst. Richtig, Anzahl der Edits, kleine Edits und anonyme Edits. Ah, sehr schön. Wow, das ist ja klasse, das habe ich noch nie gesehen so. Und die rote Linie ist sozusagen, dass die Artikelgröße mit den Balken quasi in die Richtung, wie die Schwankungsbereiche sind, sozusagen. Im Jahr 2017 gab es starke Ausschläge nach unten. Da wollte jemand den Artikel ordentlich zusammenkürzen. Kann auch Vandalismus sein. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt hier ganz genau scharf drin ist. Und im Jahr 2019... Was ich jetzt nicht verstehe, was ist jetzt bei 2017 hier diese große Linie, diese rote? Das ist ein Abweichungsbereich. Das nennt sich, jetzt komme ich nicht drauf, wie das heißt. Warte mal, Diagramm. Moment, ich sag's dir gleich. Das ist ein Schwankungsbereich sozusagen. Diagramm. Ich gucke gleich mal, wie das heißt. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Was ist die rote Linie? Die rote Linie zeigt die. Die rote Linie sagt aus, dass sozusagen. Wenn du mal die rote Linie hat, ein unteres kleines Ende. Mhm. Und das Ende, wenn man mal rüber nach links geht, ist ungefähr so viel wie 2007 von der Höhe her.
Das heißt, der Artikel wurde in der Zeit mal so weit zusammengekürzt durch irgendjemanden. Das ist, die rote Linie ist die Textlänge. Die rote Linie selbst ist scheinbar die Anzahl des Textes und die kleine Linie nach oben und unten, der Schwankungsbereich, was in dem Jahr an Textgrößen war. Das Diagramm hat aber einen ganz bestimmten Namen. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Chart. Moment. Und das gibt es nämlich statistisch, sagt das nämlich was aus, 25% und 75% Bereich oder sowas. Ah, ich komme nicht drauf. Übersicht der Diagramme. Diagrammtypen. Ach man, das Gedächtnis ist träge am Abend. Zu den Problemen. Ich suche mal, was das ist. Aber das ist eigentlich interessant, dass es nicht erklärt. Das ist eigentlich peinlich, weil das ist ein ganz bekannter Stil, den du in der Wissenschaft brauchst, um gewisse Sachen darzustellen. Okay, da müsste ich es eigentlich auch wissen. Also, aber interessant ist ja, dass die rote Linie im Diagramm nicht erklärt wird, was sie anzeigt. Aber wir gehen jetzt also davon aus, die Text... Warte mal, ich gehe jetzt mal in meine Diplomarbeit. Ich muss jetzt wissen, was das ist. Ich bin jetzt heiß, warte. Ich sag dir gleich, wie das heißt. Also das Schwankungsbereich irgendwie... Der Diagrammtyp hat einen ganz bestimmten Namen. Moment. Okay. Ich bin jetzt so, Boxplot, das ist ein Boxplot. Und es gibt verschiedene Boxplot-Typen. Und zwar mit Schwankungsbereichen. Und das ist aber jetzt kein typischer Boxplot, sondern der hat nur die Arme, die ein Boxplot auch aufweist. Und der sagt was über den Schwankungsbereich aus. In diesem Bereich hat sich im Jahr 2007 die Artikelgröße befunden, nehme ich jetzt mal ganz stark an. Ja, genau. Es gibt keine Beschreibung. Wir müssen mal jemanden fragen, der das programmiert hat. Das war bestimmt APA, oder? Mal gucken, mal unten. Wiki History. Aha. Ich gucke gerade mal, wer das Tool gemacht hat. Steht jetzt gar nicht mehr so schön da. Ich bilde mir ein, das wäre ihr Benutzer APA gewesen, aber es gab verschiedene, die da Tools gemacht haben. Also gut, wenn es also im 2017 so gewaltige, wo ist das jetzt, so gewaltige Schwankungen gegeben hat, würden wir das ja auch hier noch einmal sehen, in meiner Lieblingsdarstellung. Gell? Prinzipiell ja. Ja, das würde mich jetzt mal interessieren, wie das bei dir aussieht. Ah, jetzt sind wir schon 16. Ah, nein. Jetzt sind wir 2016 schon. Hä? Okay. Ja, okay. Also gewaltige Sachen sind das. Man müsste sich nochmal genauer damit beschäftigen, um genaue Aussagen dazu zu machen und nochmal die Autoren fragen. Selbst mit den Textanteilen, die wir hier jetzt, wenn du nochmal rübergehst in die Statistik und eine Tabelle, da kommt dann die Tabelle etwas tiefer. Jetzt kommt ein Diagramm und dann kommt eine Tabelle. Und da ist in der letzten Spalte, haben wir die aktuellen Textanteile. Das ist bei dir, glaube ich, ein bisschen weggeschnitten. Jetzt ist es da. Genau. Und der Hans-Jürgen Hübner Benutzername, der hat eben 16% des aktuellen Textanteils. Und es ist sehr kompliziert oder es gibt verschiedene Methodiken, diesen Textanteil zu berechnen. Mhm. Und das ist nicht trivial, das ist nicht einfach gemacht. Mhm. Das haben verschiedene Leute auch untersucht. Es gab da zwei verschiedene Algorithmen, die dann verschiedene Sachen ausgespuckt haben. Und deshalb war das lange Zeit auch nicht standardmäßig verfügbar in der Wikipedia. Aber jetzt fällt mir gerade ein, wie auch du einfach dorthin kommst. Und zwar, wenn du in einem beliebigen Artikel bist, zum Beispiel im Artikel Wikipedia selbst, hast du ganz unten, wenn du ganz runterrollst, hast du die Abrufstatistik und die Autoren. Das ist klein geschrieben, unter die Seite wurde zuletzt gesichtet und dann gibt es zwei kleine. Und dort gehst du auf Autoren.
Und dort springst du sozusagen automatisch in diese Wiki-History-Statistik hinein. Oh nein, jetzt ist eine andere. Haha, eine andere. Und hier sind auch wieder andere Prozentsätze. Das ist genau das, was ich gerade erzählt habe. Ja, der Hans-Jürgen Hübner. Jetzt müssen wir aber mal gucken, ist das, Moment, Autorenschaft? Das dürfen wir vielleicht jetzt nicht verwechseln, ob es hier nochmal was anderes gibt. Autorenschaft? Nee, das geht auch nach Zeichen. Wikihistory spuckt 16% aus und dieses X-Tools, was wir jetzt offen haben, was jetzt offiziell verlinkt ist, das spuckt 21% vom Hans-Jürgen Hübner aus. Also es gibt dort auf jeden Fall verschiedene Art und Weisen, das zu untersuchen. Oh. Bist du in den Seiten aufrufen? Ich wollte schnell schauen. Hey, warum? Der akzeptiert, ab wann beginnt der denn? 2005 gebe ich ein. Ist 2015 ist der gestartet oder was? Er geht immer auf 2015, hä? Ja, wahrscheinlich kann er nicht weiter zurück. Ja, genau. Aber hier sehen wir noch einmal, das sind jetzt die Zugriffs-, die Page-Views, ne? Also da sieht man, was da am 21. März ganz wild abgefragt. Okay, also gut, das ist das eine gewesen. Das war diese Abrufstatistik ganz unten an der Seite. Wow, schau mal da, was ist denn das? Wikipedia hat ein R. Oh Gott, was man da alles findet. Also gut, und dann habe ich ja eben noch auf Autoren geklickt und das war... Wikipedia ist eine eingetragene Marke, ja. Okay. Das stimmt. Ja, entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Nee. Okay, und da haben wir das. Also gut, ist eigentlich egal. Was ich jetzt aber bei deiner Einstellung schöner fand, war, den kann ich wieder schließen, bei dem da, was ich hier natürlich sehr schön finde, ist erste Bearbeitung und letzte Bearbeitung. Und dann fällt zum Beispiel auf, dass Elian und Kurt Jansson, also die Benutzername von denen, die sind also seit 2002 sind ja am Begleiten dieses Eintrages. Das finde ich natürlich fantastisch, ne? Und die sind dann 12 und 9 ausgestiegen hier. Richtig. Also man kann sagen, seit 2012 haben sie beide oder 9 haben sie keinen Einfluss mehr auf den Text gehabt. Ja. Aber das sind natürlich Autoren der ersten Stunde, auch Vereinsmitglieder und sehr aktive Menschen, die viele Sachen gemacht haben, zum Beispiel die Ausstellung 10 Jahre Wikipedia, soweit ich mich erinnere, oder 5 Jahre Wikipedia. Och man, die Zeit vergeht. Siehst du, hier wäre für mich jetzt ein, also ich fände es eigentlich nur noch interessant, um so auf interessante Namen zu kommen, weil hier haben wir einen Barnos, der hat 2007 zum ersten Mal, habe ich irgendwas gedrückt? Entschuldigung, Barnos hier. Ja. Barnos hat 2007 zum ersten Mal und im Februar 2019 zum letzten Mal. Also der ist schon unglaublich lang dabei. Ne? Also den könnte man jetzt fragen, was sich da getan hat in diesem Artikel. Der könnte geile Sachen erzählen. Wahrscheinlich ja. Der hat 17 Bearbeitungen gemacht und der hat auch immerhin fast 1% vom Textanteil. Ne? Also gehört zu den Top 20. Ja. Also das finde ich interessant. Also das finde ich jetzt extrem attraktiv an diesem Teil. Wenn es darum ginge, Accounts zu finden, die Oral History liefern könnten. Ne? Ja. Wenn ich nämlich jetzt letzte Bearbeitung 19 anschauen und dann vorne immer kontrollieren, wann hat er angefangen. Ne? Richtig. Das fände ich eine schöne Sache. Hey, also sehr schönes Teil. Also gut, wie sind wir jetzt da hingekommen? Das wolltest du mir zeigen. Keine Ahnung, du hast es gewusst. Wir sind über den Kurz-URL-Service sind wir zu dieser, weil du gesagt hast, Wikihausen, die haben da irgendwas eingeblendet. Ja. Aber dieses Wiki sollten wir uns merken. Das finde ich ein sehr interessantes Tool. Währenddem wir die anderen Tools
hatten, die anderen Tools haben wir bekommen hier, um das noch einmal zu repetieren, also ganz unten auf jeder Seite, auf jedem Lemma, finden wir ja, ganz unten, ja, zu unterst, finden wir diese Angaben. In der deutschsprachigen Wikipedia, genau. Und passt auch in unser Thema, weil wir dort an der zeitlichen Entwicklung auch sehen, wenn Text gelöscht wurde, natürlich nicht im Detail, dort werden ja ständig Worte gelöscht und Zeilen gelöscht, aber auch, dass inhaltlich ganze Absätze gelöscht werden und vielleicht, wir wissen nicht, ob sie durch andere ersetzt werden, aber der Text kann auch abnehmen. Das kann man dort auch schön sehen. Wenn man mal andere Artikel, also wenn man eine Weile forschen würde, würde man bestimmt noch Artikel finden, die mal groß waren und so weit zusammengedampft wurden, dass sie sozusagen dann besser lesbar sind. Ne? Oder gerade wenn Geschichtsthemen bei Städteartikeln werden dann aus die Stadt Dresden, da wird dann Geschichte der Stadt Dresden ausgelagert, da nimmt natürlich der Artikelanteil auch ab, ist auch eine Art Löschen. Und übrigens, das haben wir noch gar nicht in unseren ganzen Betrachtungen drin. Genau. Das Thema Löschen und Auslagern von Inhalten, dort geht es nämlich um eine, wie kann ich Text lizenzkonform auslagern? Das ist nämlich auch, ist ja auch eine Art Löschung an dem einen Artikel, bleibt in der Wikipedia drin, aber das ist gar nicht so trivial einfach. Wow, ja, das ist toll. Hast du gesehen, dass ich ja diese drei Wörter dann gemacht habe? Editieren, sichern, ja. Habe ich gesehen. Also, und jetzt hätten wir noch Auslagen oder so etwas. Also dieses Sichern, da war ich eben, wie habe ich das jetzt? Ich glaube, ich hab's hier mal noch gemacht. Hast du jetzt da was eingetragen bei der Sprint-Seite? Bei Meta? Nein. Ah, okay. Also gut, auf jeden Fall hier. Also editieren hat ja etwas zu tun mit dem Workflow. Ja. Editieren hat etwas zu tun mit Übersicht gewährleisten, wobei das ja nur bei Diskussionen geht, oder nicht? Auf der Vorderseite eines Lemmas geht Archivieren nicht. Das stimmt, es geht bei Diskussionen, Benutzerdiskussionsseiten, Projektdiskussionsseiten. Es geht natürlich auch, bei einigen Projektseiten ist es natürlich dann auch so, die Projektseiten selbst haben ja Diskussionsseiten, wo du quasi über das Projekt selbst sprichst, und Projektseite kann auch eine Austauschseite sein, wo auch wieder eine Archivierung stattfindet. Aber ja, letztlich, es geht nicht bei allen Seiten, das stimmt, sondern nur bei sozusagen Seiten, die dem Austausch dienen. Oder Diskussion, wahrscheinlich kann man das so sagen. Und sichern wäre ja dann noch, was habe ich jetzt gesagt, eigentlich so das Zeugs, was aus rechtlichen Gründen unzugänglich machen. Ja, es ist ja eigentlich nur unzugänglich machen. Es ist ja eigentlich immer noch, also wenn ein Richter kommen würde und sagen würde, gib das mal raus, dann könnte man hingehen, oder? Richtig, also der Fachbegriff lautet hier, ich habe mal geschaut, weil wir hatten das letztes Mal nicht gefunden, wo das im Logbuch steht. Das steht unter Sichtbarkeit von Versionen. Und Administratoren können die Sichtbarkeit von Versionen sozusagen an- und ausmachen und müssen das auch begründen. Und das wird auch im Logbuch vermerkt. Dort waren wir bei der Nachvollziehbarkeit. Niemand kann einfach irgendwo Versionen ausblenden, ohne dass das jemand mitbekommt. Auch das, auch wenn wir den Inhalt nicht mehr sehen können, weil er gelöscht ist für unsere Augen oder einen Teil der Nutzerschaft, ist es trotzdem nachvollziehbar, dass etwas nicht mehr sichtbar gemacht wurde. Und das ist ziemlich wichtig. Und das können wir jetzt zeigen. Also wir, das können, ich meine dich. Ja, das können wir zeigen.
Ich suche mal ein Beispiel, kleinen Moment. Und ich habe einfach ein Problem mit zwei Bildschirme haben, ist schon was Tolles. Himmel. Oh ja, oh ja. Das ist echt Ich suche mal ein Beispiel raus. Und ich versuche da mal. Ah, jetzt hätte ich es fast gehabt, habe es wieder. Ah, so, jetzt. Und Jetzt. zwar, Logbücher sichtbar gemacht. Logbücher, richtig. Also eben das mit den rechtlichen Gründen, oder gibt es andere, also Gründe sind. Ja, Gründe gibt es, also da muss ich sagen, da stecke ich nicht so richtig dahinter, was es alles für Gründe gibt. Zum Beispiel gibt es hier auch vielleicht Insider-Gründe. Also hier ist ein Grund mal genannt, Muckefuck. Kann ich dir jetzt im Detail nicht sagen, was das auf sich hat. Wahrscheinlich sagen jetzt einige, Mensch, Conny, das musst du doch wissen. Aber ich komme jetzt nicht drauf, warum dort zum Thema Muckefuck was versteckt ist. Ja. Okay, aber das, also auf aber jeden Fall meistens sind es sind Persönlichkeitsrechte, die verletzt werden. Es sind grobe Beleidigungen. Es sind strafrechtliche Sachen. Es sind. Jetzt ist der Ton weg. Hörst du mich nicht mehr? Doch, jetzt höre ich dich wieder. Gründe, Persönlichkeitsschutz. Rechte. Ah, Recht. Recht. Strafrecht. Strafrecht. Jetzt weiß ich nicht, die Beleidigung, und das fällt ja alles unter Strafrecht, Beleidigung und so weiter. Und dann geht es einfach noch um einfach Sachen, naja, da bei den Persönlichkeitsrechten steckt da auch drin, wenn dort in der, manchmal, dann wird das raffiniert gemacht, in der Bearbeitungszusammenfassung werden dann Hinweise auf den Menschen im Lemma, zum Beispiel, es wird über irgendeinen Professor berichtet. Und in der Bearbeitungszusammenfassung schreibt jemand seine Adresse da rein. Da ist, sind die Administratoren auch in der Lage, diese Bearbeitungszusammenfassungszeile auszublenden, dass niemand jetzt weiß, aha, dort wohnt der Professor, und können dann da im Real Life Probleme machen. Genau. Ich muss mal hier ein bisschen verstellen. Also gut, und dann könnten wir jetzt wirklich, also gut, aber höre ich das richtig? Editieren, archivieren, sichern, das findest du ganz okay so? Nochmal bitte deine Frage. Diese drei Wörter, editieren, archivieren, sichern, scheint dir das sinnvoll? Naja, das sind von uns jetzt kreierte Begriffe. Ja, im Grunde, wir wagen uns ja jetzt an ein Thema ran. Wir können ja mal schauen, was steht denn in der Wikipedia derzeit drin dazu. Hilfe löschen. Es gibt diesen Hilfeartikel löschen. Und da kommen wir auf die Löschregeln. Die Wikipedia Löschregeln erklären, warum beziehungsweise unter Beachtung welcher richtigen Artikel und andere Seiten gelöscht werden oder zur Löschung vorgeschlagen. Das hatten wir ausgiebig im letzten Stream diskutiert, dass es dort zwei Verfahren gibt. Und die haben wir jetzt ja hier noch gar nicht bei uns drin. Was noch einmal? Das Löschen von Lemmas und also Artikeln haben wir ja noch gar nicht jetzt drin. Wir haben ja jetzt nur Löschen im Rahmen des Artikels an sich, am Text. Und das, was eigentlich die Leute unter Löschen verstehen, ist ja eigentlich, dass der Artikel verschwindet. Und was hatten wir? Löschen von Lemmas und Löschen von? Ja, das ist es. Löschen von Artikeln, ja. Letztlich Lemma ist auch von richtig. Artikel. Oder von Artikel ist vielleicht besser verständlich. Löschen von Artikeln, genau. Und jetzt müsste man aber so ein bisschen unterscheiden. Die ersten vier Sachen,
finden im Artikel statt oder auf den Diskussionsseiten. Und dieses Löschen von Artikeln ist sozusagen in ganz in anderer Bereich. Aber ja, und beschrieben ist in der Wikipedia jetzt nur erstmal das Löschen von Artikeln. Die vier Sachen, die wir jetzt oben erarbeitet haben, sind in der Wikipedia jetzt so noch gar nicht so richtig dargestellt. Sichern von... Ja, sag mal, von das sind ja eigentlich dann Diskussionen, gell? So. Löschen, editieren, archivieren, sichern, Auslagerung, auslagern von Text. Das müssen wir noch beschreiben. Das Auslagern war, ach so, ja, um Lesbarkeit von Artikeln zu verbessern, werden ganze Textabschnitte in eigene Lemmata ausgelagert. Danke. Also das gehört eben eigentlich schon auch zum Editieren, hätte ich gesagt, oder nicht? Ich würde fast, ja, das ist eben eine Sache, das betrifft Editieren, aber auch das Löschen von Artikeln, weil letztlich verschwindet ja sozusagen, ach nee, in der Versionshistorie bleibt es drin. Es kommt darauf an, wie professionell die Leute das machen. Man kann Artikel wirklich auch versionsgenau teilen. Man kann sagen, die und die Version, man kann Artikel verschmelzen, die Versionen, und man kann auch die Versionen wieder auseinander dividieren. Das braucht man zum Beispiel für den Algorithmus der Textanteile unbedingt, den wir vor uns behandelt haben. Ja. Und das ist eine kleine Wissenschaft. Da haben sich die im Laufe der Zeit die Leute dann Tricks ausgedacht, wie kriegt man das jetzt hin, dass die Versionsgeschichte erhalten bleibt. Ach so, wir löschen den Artikel, nehmen einen neuen Artikel, verschieben den drüber und stellen die alten Versionen wieder her und dann hast du alles in der Historie drin. Ganz verrückt. Wie gefällt dir das? Auslagern. Strukturieren. Ja. Oder wie sagt man das, wenn man eine Text... Weißt du, es ist ja auch, also zum Beispiel, wo war die Riesendemo? Die war auch in Dresden oder in Leipzig oder wo war das? Wo es dann so eine unglaubliche Geschichte gegeben hat, so quasi ein Live-Blogging. Du meinst, gegen die Zensur, die Demo meinst du? Ja, es war auch irgendwo in einer Stadt. Da gab es Tote und in der Tagesschau haben sie die Hitler-Jungs gezeigt und so und so. Ach, und Chemnitz, diese... Chemnitz, natürlich, ein Logo. Und dann war das, eine gewisse Zeit lief das alles innerhalb des Lemmas Chemnitz und dann wurde das rausgenommen. Genau. Aber das und kann dann ist immer die bei jedem Thema vorstellen. Wenn viele Leute reinkommen, dann wird das Thema differenzierter und dann ja, macht es Sinn, dass man das auseinandernimmt, aus unterschiedlichsten Gründen. Richtig, wenn das Thema so relevant wird, dass die Medien explizit über dieses Thema berichten, wird es dann eben ausgelagert oder bei Firmenartikeln. Und per Personenartikeln, wenn jetzt die Firma keine Relevanz hat, aber jemand eine Firma hatte
wird es im Personenartikel integriert als Information. Und wenn die Firma eine gewisse Größe erreicht hat, wird es dort ausgelagert. Dort verschwindet es aber nicht aus der Versionshistorie. Es wird dann einfach sozusagen, ja, das ist immer die Frage, wie die Leute das machen, ob das lizenzgerecht gemacht wird. Ja, ja. Denn wenn, man muss ja sozusagen immer auch den Text würdigen. Ich habe das Thema jetzt auch mit bei der Telefonberatung arbeite ich mit einem Anrufer zusammen, der über die Verwendung des Purpur einen Artikel geschrieben hat, einen sehr langen Artikel, der wurde weiterentwickelt von anderen Autoren in der Wikipedia. Und jetzt überarbeitet er diesen Artikel nochmal gänzlich. Und ja, natürlich muss auch diese Zwischenschritte, die die Leute jetzt geleistet haben, das muss natürlich auch in der Versionshistorie bleiben. Warte, der Artikel nennt sich Purpur. Moment. Farbe. Ja, Farbe, ich sag's. Farbstoff. Es handelt sich um den Artikel Purpurfärberei der frühen römischen Kaiserzeit nach Plinius dem Älteren. Ja, hallo. Das ist aber hier bei der Seite Purpur noch nicht aufgeführt. Begriffsklärungsseite. Dann mache ich das gleich mal rein. Ja, mach ich. Danke für den Hinweis. Purpur. Ja, Purpur. Das muss ich bei Sie auch machen. Obwohl Sie auch ist nicht so beliebt, das weißt du das? Was ist das? Siehe auch ist nicht so beliebt, dieses Siehe auch in Artikeln. Das sollte dann eher so im Text eingebaut werden. Aber hier ist es jetzt. Kannst du mal den Link reingeben, wo du jetzt bist, bei diesem Purpur-Dings da? Ich habe es schon gemacht. Du kannst den Artikel aktualisieren. Echt? Ach so, wo soll der Link? Also Purpur habe ich jetzt aktualisiert. Warum hast du das jetzt Siehe auch? Ah, ja genau, warum hast du es bei Siehe auch gemacht? Wo würdest du es reinmachen? Aha, nein, du hast recht. Purpur steht für. Bei Personen könntest du noch fett machen, oder? Ah, danke für den Hinweis, ja. Und siehe auch, ja. Ja, was heißt siehe auch? Ja, keine Ahnung. Ah, das ist schwierig. Okay, also gut, Purpurfärberei. Cool. So, und denn. Der Artikel ist über eine lange Zeit entstanden. Also ich habe den Herrn Steigerwald, der den geschrieben hat, der hat 73% Textanteil. Und ich habe sozusagen dort redigiert und ein bisschen Ordnung gemacht und ein bisschen strukturiert und war in sehr engem Austausch mit ihm. Und dadurch bin ich nur durch diese Struktursachen und das bin ich auf 11% Textanteil gekommen. Eigentlich ist das Quatsch, weil letztlich habe ich nur sozusagen Überschriften eingefügt oder irgendwas verändert formmäßig, aber ich habe ja nicht eigentlich 11% am Text geschaffen. Deshalb finde ich diese Berechnung, naja, fragwürdig. Das ist so Quatsch. Also also mein Interesse an dieser Tendenz, Textautorenanteile anzeigen, das möchte ich eigentlich nur gerne wissen, weil ich das eben eine Quatscheinstellung finde. Weil ich natürlich, also du hast vielleicht gesehen, es kommt ja zu, bei Wikihausen, da werde ich da mit dazu genommen. Das gibt sowieso einen nächsten Shitstorm. Aber was ich Ihnen natürlich bei erzählen will, ist eben die Wichtigkeit von Wikipedia is not paper. Und dieses Autorengedüdel ist einfach eben gerade, wenn du von Paper herkommst, ist eben die Autorenschaft so unglaublich wichtig. Und ich finde eben gerade, das ist eben nicht der Punkt. Bei Wikipedia geht es nicht um Autorenschaft zu begründen. Ich bin auch der Meinung, und zwar deshalb, weil es gibt viele Autoren, die Struktur an den Artikeln verändern und die feine kleine Änderungen machen, die Lesbarkeit des Artikels verbessern und die tauchen fast gar nicht in der Autorenschaft auf. Aber du brauchst immer Leute, die mit dem Besen nochmal durchgehen und das alles schön machen und Sachen verbessern. Und das macht eigentlich die Lesbarkeit und auch den Spaß am Projekt aus. Da fließt ganz viel Energie von vielen kleinen Helfern.
Und die tauchen dann gar nicht auf, weil die haben keine Textanteile. Ja, eben. Und gerade hier, also das, deshalb finde ich es natürlich auch ein schönes Beispiel. Ich meine, einen solchen Eintrag zu verändern, wenn andere darin hunderte von Stunden möglicherweise schon drin haben, und dann kommt irgendeiner daher und sagt, oh, ich habe eine schönere Idee, ich mache jetzt mal alles anders. Das ist einfach schwierig. Und dann ist es wichtig, dass jemand da auch wieder mit sehr viel Zeit und Sorgfalt reingeht. Richtig, und da sind wir bei einem interessanten Thema, was wir auch schon angerissen haben, Stefan, das Platzhirschverhalten, beziehungsweise warum hat sich das Platzhirschverhalten entwickelt und warum verlassen gute Autoren die Wikipedia? Das sind Leute, die eben so komplexe Artikel recherchiert und geschrieben haben und irgendwie dann die Kraft verlieren, immer wieder aufs Neue gegen Leute zu argumentieren oder ja, gegen Leute, jetzt müsste man hinterfragen, aber argumentiert man gegeneinander oder miteinander, aber immer wieder dasselbe neu und neu zu erzählen, warum gewisse Sachen so und so sein müssen, und dann die Kraft verlieren, die Qualität des Artikels zu halten, und dann kommen Halbwissende, die Struktur des Artikels ändern und die dort Änderungen machen, dass der Artikel gar nicht mehr das widerspiegelt, was er mal als Gesamtguss wiedergespiegelt hat. Und da verlieren wir regelmäßig gute Autoren. Ah, hier, das habe ich gesucht. Schau da. Das war doch eben dieser Satz von Benutzer, der wir ihn da. Ich kann es nicht erkennen. Kannst du vorlesen? Das fände ich eben wichtig, dass das endlich mal geregelt wird. Da, jetzt kann ich es größer machen, glaube ich. Oh, das ist lieb von dir. Also ich vermisse meinen zweiten Bildschirm. Das ist ja unerträglich, so arbeiten zu müssen. Das ist unglaublich. Also ich bringe das nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll. So, aber hier. Der Wille zur enzyklopädischen Mitarbeit. Warte, ich wähle es noch einmal zuerst an und dann mache ich es größer. So. Der Wille zur enzyklopädischen Mitarbeit muss irgendwie feststellbar sein. Sei es durch direkte Artikelarbeit, sei es durch artikelbezogene, technische oder sonst wie das Projekt konkret voranbringende Metatätigkeit. Und jetzt. Ach, das ist schon ein neuer Vorschlag, oder? Ja, also schon, oder? Richtig. Ich finde das super. Aber wie willst du abrechnen? Das ist ja das Problem. Was denkst denn du? Das ist ja das Problem, was auch die Wikimedia Foundation hat und was auch die Chapter haben in den verschiedenen Ländern, wenn sie Community unterstützen. Sie müssen Sachen finden, die irgendwie abrechenbar sind, damit du sozusagen Vergleiche anstellen kannst, was hat jetzt was gebracht, was nicht. Und gewisse Sachen, Metatätigkeiten, die kannst du nicht abrechnen. Wenn jemand immer mit einem Strahlen im Gesicht über Wikipedia an den Unis berichtet und irgendwann die Leute drauf kommen, ey, warte mal, das ist was Interessantes, das ist wissenschaftlich, da kann man wissenschaftlich arbeiten. Das kannst du nicht abrechnen. Das sind gerade Öffentlichkeitsarbeit und hinter den Kulissen gibt es so viele Leute, die gute Sachen motivieren und unterstützen. Also ich verstehe gar nicht, was gibt es denn da abzurechnen? Ich weiß gar nicht, was das meint. Abrechnen heißt, Textmenge kann man abrechnen. Man kann Bildermengen abrechnen. Man kann Uploads, Edits abrechnen. Man könnte sogar, weil wir vorhin bei den Textanteilen waren, man könnte auch die Zeit analysieren, die Menschen in der Wikipedia an den Artikeln verbringen, auch wenn sie nur wenig ändern. Aber wenn jemand zum Beispiel in Ausstellung, jetzt weil wir mal das Thema vor uns hatten, 5 Jahre Wikipedia eine Ausstellung organisiert und die ausarbeitet und in der Realität aushängt und hunderte Leute die Ausstellung besuchen, das kannst du ja nicht abrechnen und sagen, das war jetzt ein Erfolg oder das war kein Erfolg. Aber ich verstehe nicht. Weil Gelder und Community-Unterstützung läuft immer über eine Art Erfolgsquote. Ich meine, ich kritisiere das, aber das ist die Herangehensweise. Ja, aber es ist quasi, gut, also ich habe jetzt gar nicht solche Beispiele, wie du hast.
Zum Beispiel die Telefonberatung. Wir schreiben halt auf, wie viele Leute haben angerufen und wie lange haben wir mit denen telefoniert. Eigentlich ein großer Zusatzaufwand für uns, aber dadurch können wir sozusagen nachweisen, sind wir relevant oder sind wir nicht relevant. Ja, gut. Abrechenbarkeit, ja, ist ein schwieriges Thema. Finde ich jetzt nicht so. Also da kann man doch einfach sagen, es ist ein Projekt, das wollen wir machen. Und dann kann man Budgets zuteilen. Aber bei mir, ja, aber dann in kommt, meiner Diskussion. Dann kommt der nächste. Stefan, da kommen dann andere Leute, die sagen, ja, ich mache jetzt ein Projekt, ich will in Sibirien irgendwelche speziellen Quarze fotografieren und da entstehen riesige Summen für Reisekosten, für Ausrüstungskosten und. Da kommen zwei Bilder raus und dann werden die hochgeladen und die Leute hier in der Wikipedia sagen dann, andere Leute sagen, wie war's? Das hat jetzt 17.000 Euro gekostet. Aha, darum geht's ja. Echt? Ja gut, das finde ich aber sowieso komisch. Also warum werden solche Projekte finanziert? Naja, es zum Beispiel wird finanziert, dass Politiker fotografiert werden. Also wenn du ein gutes Bild von einem Politiker haben willst, musst du eine kleine Fotostation aufbauen, musst zu einem Zeitpunkt, wo die Politiker da sind, sozusagen die herholen und dann kannst du ein schönes Bild machen. Das kostet halt Geld. Oh Gott, aber das macht man nicht wirklich. Doch. Oh Gott. Es wird Geld ausgegeben, dass Sportler fotografiert werden. Es wird Geld ausgegeben, dass Umgebindehäuser fotografiert werden. Warum nicht? Das ist ja furchtbar. Ja, dafür werden Spendengelder verwendet. Warum ist das furchtbar? Ja, das finde ich total. Also, ja, das finde ich jetzt echt furchtbar. Warum? Begründet bitte. Ja, ich hätte gesagt, ein Politiker soll doch einfach ein Bild von sich freigeben, Rechte frei machen. Dann ist schlechte es Qualität. Ist doch mir egal. Also nee, dann ist halt gar kein Bild. Ist im Leser ist das nicht egal. Wir haben doch viele Leser. Wenn ein Politiker wird doch in der Wahl massigst aufgerufen und da ist doch die Wikipedia in der Bringepflicht, dass das ein guter Artikel ist mit einem guten Bild. Das ist doch eine Verantwortung. Nee, sehe ich doch. Nicht. Sehe ich aber. Also jetzt machen wir eine andere Kiste auf. Das finde ich jetzt eine komische Sache. Das interessiert mich jetzt ein bisschen weniger. Also lass mich eine Sache noch sagen. Zum Beispiel Thema Umgebindehäuser. Man muss halt die Häuser fotografieren, bevor sie abgerissen sind, wenn man von diesem Kulturerbe noch was haben möchte. Und ja, wenn ist doch nicht wenn du, die Wikipedia in Pflicht, da ist doch die ganze Gesellschaft in Pflicht, da ist doch der Heimatschutz in Pflicht, da sind doch Tonnen Weiber und gerade wenn es um Architektur und Baudenkmäler geht und so, da sind doch Millionen von Professionellen da und die weigern sich halt ihre Sachen über eine geeignete Lizenz rauszugeben. Die sind vom Staat bezahlt und füllen das in ihre Containers ab. Das ist die Schweine. Kennst du Wiki Loves Monuments? Kennst du das? Ja, natürlich, aber also jetzt in dem Fall nicht so detailliert. Also ich bin einfach schon an so Workshops gegangen, ja klar. Das sind alles solche Projekte, die kosten ein Heidengeld. Oh Gott, also gut, komm, lass uns schnell was machen. Das ist ja ganz furchtbar. Nee, das ist ja wie Stefan realisiert, dass die Dinge Geld kosten. Nein, langsam. Ich realisiere gerade, dass in totalen Quatsch Geld investiert wird. Das realisiere ich gerade. Ja, das versuchst du ja auch bei ZDF zu beweisen und irgendwie kommst du auf keinen grünen Fuß. Findest du? Finde ich. Ich habe jetzt schon einige Sachen von dir gesehen und es überzeugt mich einfach nicht. Wikimedia wird angegriffen für eine Sache, wo ich sage, warum? Warum wird Wikimedia Deutschland, die nirgendwo etwas dazu gesagt haben, sind ja Ehrenamtliche, die dieses Projekt pflegen. Hintenrum wird immer Wikimedia angegriffen. Die machen nichts Schlechtes. Ich verstehe das nicht. Ja gut, also Leonard hat ja das Projekt erklärt bei mir. Mhm. Und er hat ja deutlich gemacht, was seine Interessen sind. Und wer ist Leonard? Der Dobusch. Der hat ja das angezettelt. Der hat dieses Projekt gestartet. Ja, natürlich. Und
Okay. Und die ganze Geschichte, aber jetzt gehen wir wieder in meine Geschichte rein. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal schon gemacht, oder nicht? Dass wir gesagt haben, die Öffentlich-Rechtlichen, die sind dramatisch unter Druck. Sie geraten im Moment ganz sensationell unter Legitimität. Das Problem ist, sie nehmen von den Bürgerinnen und Bürgern, von Steuerzahlen, sind ja viele davon gar nicht berechtigt, mit abzustimmen, etc., etc. Also die nehmen von der Wohnbevölkerung Geld ein, per Gesetz wird das eingetrieben, und dann erstellen sie irgendwelche journalistisch sehr, sehr wertvolle Beiträge, und dann füllen sie es in ihre eigenen Silos ab. Ja, das ist seit 30 Jahren ist das eine Katastrophe. Und das stimmt. Und Wikimedia spielt sich jetzt als Hilfeleistungen für diese vielen, vielen professionellen Milliardenbetriebe. Also komm, Entschuldigung, das ist doch nicht unsere Aufgabe. Wikimedia versucht, diese Institution zu öffnen. Die sollen es doch machen, aber genau das hatten wir das letzte Mal. Das ist nicht Aufgabe von Wikimedia, das müssen diese ÖRAs einfach jetzt mal tun. Es ist eine Schweinerei, dass sie es nicht machen. Warum nehmen sie Geld von der Bevölkerung und stecken alles, was sie tun, in die eigene Tasche? Da sind wir uns einig. Ja. Klauen ist das. Und da muss Wikimedia überhaupt nichts helfen. Da muss sie eigentlich nur sagen, ihr beklaut die Leute, ihr nehmt ihnen Geld, macht was Schönes draus und macht euch selber reich damit. Das ist nicht okay. Aber das Motto von Wikimedia ist ja generell, dass das Wissen der Menschheit allen Menschen auf der Welt verfügbar gemacht wird. Klar. Und wenn es Probleme bei dieser Verfügbarmachung gibt, dann kann man diese Missstände auf verschiedene Art und Weisen versuchen zu klären. Man kann das mit Kooperation machen, man kann das mit Angriff machen, man kann versuchen, wie kommt das Beste raus? Ich finde den kooperativen Weg besser. Ach mein Gott, bei einem... Du hast recht, ja, es sind Firmen, die viel Geld haben. Ja. Also ich weiß auch nicht, ich kann natürlich schon vor mein Haus hocken und falls ein Einbrecher kommt, ihm den Schlüssel hinhalten, hier komm, ich beklauen, kann ich natürlich machen, ist sehr freundlich. Und keine Ahnung, aber es wäre ja auch eine Variante zu sagen, von diesem Politiker haben wir kein rechtefreies Bild, was unseren Qualitätsansprüchen, die ganz hoch sind, nicht genügt. Dann wäre es doch lustig, ein schönes Bild hinzumachen. Dieser Politiker weigert sich, ein Bild zur Verfügung zu stellen. Oh nein, das ist ein konfrontativer Weg, den du gehst, Stefan. Das ist doch okay. Nee, das ist nicht okay. So funktioniert die Welt nicht. Am Ende sind alle, ja, wenn ich Leute ständig konfrontiere und angreife, sind am Ende alle sauer. Echt? Ja, aber man geht mit gutem Beispiel voran. Ah ja, gut, also okay, aber jetzt doch einmal, also weißt du, Conny, wir haben das natürlich in der Schweiz mit Naubilak schon ziemlich intensiv durchdiskutiert. Jetzt nimmt noch einmal dieser Gedanke. Du musst, wenn du in der Schweiz eine Wohnung mietest, musst du Geld abgeben für die Öffentlich-Rechtlichen. Also die heißen bei uns Service Public. Das musst du, sonst wirst du betrieben. Okay? Mhm. Und dann arbeiten diese Hochprofessionellen, arbeiten vor sich hin und geben nichts mehr davon zurück. Jetzt hat ZDF 5 Videos zum Thema Klima, was echt ein bescheuert dummes Thema ist oder extra so gelegt ist, weil das Framing bei Klima jetzt wirklich einfach ja nur nach Skandal und Empörung von anderen Leuten, die ich nicht so sympathisch finde, ruft. Sie haben 2019 5 Videos zum Thema Klima mit einem klaren Framing online gesetzt. Und das soll ich jetzt toll finden. Das ist
Und das hat diese Kooperation mit gutem Vorbild vorangebracht. Muss ich sagen, nein, Kollegen, das ist überhaupt nicht okay. Ihr beklaut die Leute und gebt es nicht mehr zurück. Das ist der Punkt. Macht mal was. Wir warten. Tschüss. Ich finde das doch freundlich. Ich finde diese Haltung sogar noch freundlich, weil man könnte wirklich bösartiger hingehen. Okay. Oh, Conny, was ist los? Ich wollte an einem ganz anderen Thema. Ich bin freudig, was jetzt? Ja. Ja. Wo sind wir? Der Ton bricht ab und an ab, gell? Dann höre ich dich nicht mehr. Ja, aber, ne, aber ich höre dich eigentlich ganz gut. Ah, okay. Also, wo sind wir? Genau. Wir haben jetzt versucht, eine Klassifizierung zu machen, oder was ist das? Ja, auf jeden Fall, du hast ja dann gesagt, wir sollten vielleicht mal noch abgleichen, wie wir innerhalb der Wikipedia jetzt von diesen, finden wir diese Stufen, wie nennen wir sie, dass wir nicht einfach etwas völlig Neues erfinden, was gar nicht anschlussfähig ist? Naja, es gibt die Löschregeln. Die Löschregeln haben etwas mit dem Löschen von Artikeln zu tun. Und mehr gibt es eigentlich zum Thema Löschen nicht. Also es wird nicht erklärt. Die ganzen anderen Sachen, die wir jetzt haben, die werden natürlich in den jeweiligen Bereichen erklärt. Was ist Archivieren oder wie kann man Versionen ausblenden? Aber das ist nicht unter dem Oberbegriff Löschen, wie wir das jetzt hier machen, zusammengefasst. Weißt du, was ich meine, vielleicht, wenn so ein Text zusammenkommt, wäre es mir vielleicht gar nicht so wichtig, dass der 100% kompatibel ist zu Wikipedia. Okay, ja. Vielleicht würde es mir einfach schon reichen, wenn man sagen könnte, das ist übrigens eine neue Formulierung, die ich jetzt ein paar Mal bei Tweets gesehen habe, finde ich saugeil. Da sagen sie einfach, Papier erklärt so und so. Und das finde ich eine super lustige Formulierung. Verstehst du diese Redewendung? Papier erklärt es so und so. Also das sind einfach diese Massenmedien, diese Gatekeeper, diese, ich keine Ahnung, was es ist. Das finde ich ziemlich lustig. Und wenn ich jetzt sagen würde, ein Normalmensch, welcher Löschen sagt, dann könnten wir ihm im Moment, den obersten bräuchte ich aus meiner Sicht noch ein anderes Wort, aber den könnten wir im Moment 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene, nachvollziehbare, jeder, der mit Text arbeitet, kennt diese 5 Varianten und merkt, aha, bei Wikipedia kann man gar nicht so, das ist gar nicht darauf angelegt, dass etwas gelöscht wird in unserem alten Papiersinn. Sondern es hat etwas zu tun, dass wir Text machen, dass wir Text verändern, dass wir Text neu strukturieren, dass wir ihn verschieben, dass wir ihn ablegen und archivieren, dass wir ihn sichern. So, also, okay. Ja, das verstehe ich. Übrigens muss man bei dem Editieren von Artikeln, da muss man ja sehr, sehr stark sein, wenn der eigene Text gelöscht wird und erstmal in der Tiefe der Versionshistorie verschwindet und vielleicht von anderen eingearbeitet wird. Das ist irgendwie, wo du wirklich stark sein musst als Autor oder eben dann wieder gut begründen musst, wenn es wieder rauskommen soll. Ich habe mir früher immer gesagt, ich habe früher kleine Artikel angelegt oder kleine Beiträge gemacht und habe die nicht beobachtet. Ich habe die einfach ziehen lassen, gehen lassen, wo andere gesagt haben, ich muss jetzt hier gucken, dass da alles richtig läuft, weil ich mir gesagt habe, es ist ja in der Versionshistorie drinne und eines Tages wird einer die Versionshistorie durchforsten
Und wenn das sinnvoll war, was ich geschrieben habe, wird er es wieder rausholen und wird es wieder in den aktuellen Artikel eingeben. Ja, das bringt mich zu diesem zweiten Punkt, wo ich denke, bei jedem dieser Worte, die wir jetzt haben, gäbe es ja eben auch Tools, oder? Also gerade das Suchen in der Versionsgeschichte, das haben wir letztes Mal ein bisschen gemacht, oder? Ja. Das finde ich ganz wichtig. Oder eben beim Strukturieren, beim Auslagern. Also wie finde ich eigentlich solche Momente, wo Das etwas... könnte man nachvollziehen, ja, stimmt. Genau, also weißt du, dass wir dann dort eigentlich so zeigen können, wie kann ich das nachvollziehen? Beim Archivieren ja auch. Also zum Beispiel, eben das habe ich Richtig. auch selber bei meinen Sachen, die heißen Diskussionen, die mich geärgert oder auch verletzt haben oder so, wurden dann von den Administratoren ganz schnell ins Archiv gelegt, wo ich dann so ja, von der Oberfläche von Wikipedia herkommt, ja, keine Chance mehr, das zu finden. Und Aber dann doch. darauf zu setzen, so, und dann habe ich mir PDFs gezogen und Zeugs und Scheiß. Ne? Aber während du das hier so schön erklärst, ist es mir eigentlich wirklich auch, wird es immer bewusster, man kann in der Wikipedia eigentlich nichts löschen. Es sei denn, das Sichern vom Text, dass etwas ausgeblendet wird. Aber alle anderen Varianten, außer Ja, das Löschen von Artikeln. Du genau. hast immer wieder Zugriff über irgendwelche Versionsgeschichten, hast du immer wieder Zugriff auf die Sachen oder eben dann auf der neuen Seite in der neuen Versionshistorie. Und du kannst dich auch, wenn Artikelteile verschoben werden und so, immer wieder na meistens nachvollziehen, wenn es ordentlich gemacht ist. Genau. Also jemand hat an einem Wiki-Stammtisch mal gesagt, man kann es nur unterschiedlich gut unzugänglich machen, oder irgendwie sowas. Ja, und da gibt es ganz raffinierte Verfahren noch, aber die müssen wir ja nicht erläutern. Übrigens, das Sichern von Text, wo kann ich Antrag stellen und auch das Löschen von Artikeln? Der erste Punkt, wo ich Antrag stelle, ist immer der Administrator, der es ausgeführt hat. Also wenn ich jetzt ein Lemma ist gelöscht, da steht ja da, wurde gelöscht am so und so vielen durch den und den Administrator. Und den kann ich dann kontaktieren und sagen, hey, ich würde jetzt gerne nochmal den Text da weiterentwickeln und nochmal schauen, ob dort noch was zu machen ist. Kannst du mir den bitte zuschicken? Und das klappt meistens sehr gut. Wenn es nicht gerade Urheberrechtsverletzung oder strafrechtliche Sachen sind. Ja, genau. Also gut, eben, Und also da. ebenso bei den Ausblendesachen. Im Logbuch sehe ich den Administrator. Ich kann ihn kontaktieren und sagen, kannst du mir bitte sagen, was dort ausgeblendet wurde, oder ich würde das gerne sehen wollen, und dann sagt er vielleicht, ja, es ist die Adresse von dem Politiker, die kann ich dir nicht schicken, aber wenn es jetzt enzyklopädisch relevante Inhalte sind, kommt man da auf jeden Fall wieder ran. Also gut, also Ah. auf jeden Fall wäre das so eine Verfeinerung, oder? Also, dass wir einerseits die Wörter haben, die das plausibel machen, was das für eine Art von Löschen ist. Und dann, was sind die Tools dazu? Okay. Also Also gut. das Suchen in der Versionsgeschichte kommt überall rein. Okay. Weil in der Versionsgeschichte sehe ich entweder, wenn es lizenzkonform gemacht wurde, dass dort dasteht, Artikel wurde verschoben so und so, oder man sieht eben, dass ein großer Textteil verschwindet. Und dann weiß ich zumindest, was der alte Text war. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, wo der neue Text ist, aber ich kann dann zumindest, jetzt, wenn wir mal beim Thema Auslagern bleiben, wenn das nicht lizenzkonform gemacht wird, das heißt, es schneidet jemand was Copy-Paste aus und speichert den Artikel und legt einen neuen an, kann ich zumindest die Uhrzeit sehen, wann hat er das gemacht, und kann in die neuen Artikel reingehen. Da gibt es eine Liste der neuen Artikel und müsste dann zu dem Datum und der Uhrzeit blättern, und dann würde ich sehen, dass dann ein paar Minuten später eben ein neues Lemma erstellt wurde und der Text reinkopiert wurde.
Ja. Das ist aber dann nicht lizenzkonform, weil die ganzen Informationen, wer die Autoren von dem ausgeschnittenen Text sind, das ist ja dann verloren. Ja. Und das brauchen lizenzkonforme Art und Weisen, auch im Wiki Texte zu bewegen, sind sehr wichtig, wenn man dann in Druck geht und wenn man dann wirklich auch die sogenannte Attribution, also die Autorenschaft, richtig abbilden will. Da muss alles gut gelaufen sein. Ansonsten kriegen dann Leute die Lorbeeren, die dieses Copy-Paste gemacht haben. Die haben den Text gar nicht geschrieben, die haben den nur eingefügt. Und das hat ja nichts mit einer Autorenschaft zu tun. Das wollen wir sowieso nicht. Diese Autorenschaft, das muss gelöscht werden. Denkst du? Logo. Das ist das einzige Mal, wo ich für Löschen bin. Der Begriff, das ist Ehrlich? im Englischen viel besser gelöst mit User, welche editieren. Und unser deutsches Autor verweist eben immer noch auf diese Buchdruckkultur, auf das Publizieren, auf das Öffentlichmachen. Da gibt es diese Unterscheidung von privat und öffentlich. Und das funktioniert einfach in dieser Permanent Report-Umgebung. Das funktioniert so nicht. Aber ich muss dir sagen, wir haben ja teilweise jetzt schon mal ein bisschen so angesprochen, was motiviert denn die Leute in der Wikipedia zu sein und das zu machen, na? Und ich kann dir sagen, dass einige Leute die Motivation darin finden, dass ihr Name dann auftaucht in Ja, Statistiken. dann sollen Sie doch Bücher schreiben. Tschüss. Schaffen sie vielleicht nicht oder wollen sie nicht oder sie haben Ja, nicht den. genau. Wikipedia is not paper. Das ist jetzt wirklich, das finde ich wirklich, hast du das gesehen? Das habe ich jetzt ein paar Mal gezeigt. Wikipedia is not paper. Das geht zurück auf Januar 2002. Und es ist ein Streit mit Jimbo Wales. Finde ich Da saugeil. geht es da um Abkürzungen und solche Sachen. Wikipedia is not paper. Aber wir müssten das eigentlich überhaupt nicht machen. Also schade, ich gehe also auf Versionsgeschichte. Ich gehe auf Älteste. Aha. Dann haben wir hier diesen 9. Januar, 9. Januar 2002. Da kommt ein Anonymer. Und der erste Satz ist: Wikipedia is an encyclopedia. I share Jimbo Wales' desire that it not become yet another discussion forum. Wir brauchen kein neues, also schon 2002 brauchen wir nicht ein nächstes Diskussionsforum, gab es damals tonnenweise. Da, also, und da sind wir also einverstanden mit Wales, dass es nicht darum geht, ein anderes Diskussionsforum. Wir sind einverstanden damit, dass es eine Enzyklopädie ist. Und dann kommt dieser wunderschöne Satz: But that definitely is something different from a paper encyclopedia. Und dann werden diese Unterschiede aufgezählt. Schon im ersten Eintrag. Ich will eigentlich damit nur sagen, Jimbo Wales, also einmal habe ich jetzt gesagt, das ist so ein sozialpädagogischer Satz, die Kinder wachsen nicht auf wegen den Eltern, sondern trotz den Eltern. Und irgendwann mit 16, 17, 18, 19 musst du einfach beginnen, darüber zu reflektieren, was das für Arschlöcher sind, deine Eltern. Und unter welchen Bedingungen du aufgewachsen bist. Damit du das wieder einschätzen kannst, finde ich ein super geiles Also gut. Conny, gib mir noch ein Bloß anderes Wort hier oben. Dieses Löschen müssen wir noch ersetzen. also Löschen. sehr interessant erstmal, was du hier gerade gezeigt hast. Aber warum wirfst du Wikipedia is not paper und das ist eben anders als geschriebene Enzyklopädien in einen Topf mit
die Autorenschaft ist unrelevant. Ja gut, also das mache ich natürlich mit Medientheorie. Ich suche mir natürlich eine Medientheorie, welche mir einen praktischen Unterschied macht. Und Niklas Luhmann hat in Gesellschaft der Gesellschaft Kapitel 2 fortfolgende diese Unterscheidung gemacht von 4 Medienwechseln. Und ich würde sagen, das ist die Leistung von Dirk Becker, Twitter-Handle im Tunnel, welcher diese Medientheorie aus der soziologischen Systemtheorie von Niklas Luhmann heraus destilliert. Und wenn ich dann mit diesen 4 Medien arbeite, also Sprache, Schrift, Buchdruck, Computer, dann kann ich so zeigen, dass jeder Medienwechsel einen Sinnüberschuss in die Gesellschaft der Gesellschaft getragen hat, welcher ermöglichte, dass die soziale Frage eine neue Beantwortung ermöglicht wurde. Also wenn du dir vorstellst, dass wenn die Affen unter den Affen plötzlich 2 eine Sprache entwickeln, dann können sich die anders organisieren und sprechen sich ab. Und die ganze Affenhorde wird gezwungen dazu, das, was die einfach mit Grunz und Zischlaute durch die Luft machen können, abzufangen und auch zu verstehen, damit sie sich auch einrichten können darauf, was die jetzt gerade machen. So, und das spielt Dirk Becker natürlich extrem schön durch. Und dann hast du diesen Unterschied, um den es hier nun natürlich geht, diesen Unterschied von Buchdruck zu Computer. Und bei Buchdruck ist es natürlich ganz stark darum gegangen, Autorenschaft zu begründen. Und dort ist eben auch das anonyme Publizieren so wichtig geworden, weil plötzlich Frauen publizieren konnten, weil sie anonym publizieren konnten. Es konnten Bauern in Latein publizieren, als wären sie ganz gescheite Pfaffen und so weiter. Und das hat eine fantastische Entwicklung ermöglicht in der Gesellschaft. In deiner Gegend und bei uns in Zürich. Und wir sind damals vor 500 Jahren sehr eng in Zusammenarbeit gestanden. Wie wir zwei heute. Stefan, das klingt sehr schön. Ich habe es verstanden. Lass mich aber erklären, und zwar Autorenschaft. In der Wikipedia kann ich ja nachvollziehen, welcher Autor an welchen Artikeln mitgewirkt hat. Ja. Wenn ich nach einer langen Zeit feststelle, dass ein Autor nicht neutrale Artikel verfasst, ja, sondern Artikel schönigt, Artikel gezielt mit den Quellen bestückt, dass gewisse Meinungen rauskommen, interessiert mich natürlich, wie viel Prozent des aktuell vorliegenden Artikels hat denn dieser Autor, den ich gerade entlarvt habe, verfasst. Und deshalb interessiert mich der Textanteil. Du würdest natürlich direkt auf den Text schauen. Ja, natürlich. Aber als Einstieg, welcher Artikel ich lesen und kontrollieren muss, hilft mir der Indikator, wie viel Prozent des Textes hat der Autor dort geschrieben? Hat er nur 3? Gut, nur 3% können auch grobe Aussagen sein. Man muss den kompletten Text lesen, ja. Genau. Okay, dankeschön. Danke, dass du mir die Zeit lässt, das für mich zu erkennen. Weißt du, das ist das, was ich ja Gruppe 42 schon im Vortrag in Wien gesagt habe. Ich finde das überhaupt nicht okay, wie sie Autoren jagen. Ich finde das überhaupt nicht okay. Und das machen sie ja ganz intensiv, ne? Ja. Und das finde ich nicht okay. Es geht überhaupt nicht um Autoren, es geht um Argumente. Wenn es runterfällt auf Autoren, dann hat einfach das Community Care versagt, sage ich jetzt mal. Es geht. Und dann sind wir wieder bei dem alten System. Welches ist das alte?
Na, das alte System war, dass Autoren eine gewisse Macht hatten zu publizieren und damit ihr Wissen in die Gesellschaft gedrückt haben. Und man nur noch gesagt hat, hat ja der und der geschrieben, muss ja Ja, stimmen. genau. Und dann kommen sie, und das war jetzt gerade wieder unsere Autoren, unsere Chefdenker, unsere deutschen Großen. Und dann gehst du in die Knie, weil Jürgen Habermas als Superalter irgendwas gesagt hat übers Internet, meinetwegen. Aber weil es ja Jürgen Habermas gesagt hat. Und das ist ja, meine müssen sehen. Sorry, aber so geht's doch nicht. Hast du recht, ja, das stimmt. Der soll sein Also Zeugs. nichts gegen Habermas, aber. Nee, ist egal, der kann auf Sloterdijk sein. Geht mir am Arsch vorbei. Zeig mir das Argument. Zu was sagst du was? Wie begründest du was? Und das suchen wir bei Wikipedia. Hast du eine Aussage zu machen, die du belegen kannst, die also eine gewisse Relevanz gefunden hat? Die musst du Aber doch. das ist das nicht, Stefan, das klingt alles voll okay und es überzeugt mich jetzt, wenn ich so höre, aber um einen runden, gefühlvollen Artikel zu schreiben, bedarf es eines Menschen oder Recht. vielleicht mehrere Menschen, ja? Recht. Aber es bedarf am Ende einer kleinen Gruppe von Menschen, die den Artikel in sich abrunden. Und Okay. dort hast du immer persönliche Züge drin. Welche Quelle gewählt, wie, wann, was genannt wird, was wird hervorgehoben, was wird als relevant für den Lebensabschnitt gedeutet, was nicht. Das kann die Masse nicht. Das können nicht 30 Individuen. Das muss einer in die Hand nehmen. Also gut, aber wenn ich also schöne Prosa haben will, dann weiß ich, was ich mir bestelle. Und das ist nicht Wikipedia. Also, und Brockhaus nehme ich auch nicht hervor, um schöne Texte zu lesen. Da will ich Okay, da hast du Fakten, recht. Fakten. Okay, das überzeugt Da mich. will ich Aussagen, ich will Argumente und ich will nicht irgendwelche Meinungen haben. Wir machen jetzt Meinungen, wir machen jetzt Theoriefindung und wir machen sie halt irgendwo. Vielleicht pflegen wir das irgendwann mal ein bei Wikipedia, vermutlich überhaupt nicht. Ist okay. Oh, Stefan, ich finde das sehr schön, wie geduldig du mir das hier erklärst und wahrscheinlich, du hast ja für dich schon x-mal alles durchgekaut. Du nimmst dir die Zeit und erklärst mir das. Vielen Dank. Das ist wirklich, für mich ist das eine Bereicherung, auch eine Entwicklung für mich, wo ich sage, aha, jetzt verstehe ich das für mich so ein bisschen. Dankeschön. Du Conny, ich finde das so toll, wie du dir so geduldig Zeit nimmst, mir Sachen zu zeigen, welche jeder versierte Wikipedianer längst kennt, und mir geduldigst hin und her gehst und zeigst, geh mal ganz runter und geh mal links rüber und mach mal so. Das finde ich so bereichernd und das finde ich so wertvoll. Ganz herzlichen Dank. Bitteschön. Dann ein kurzer Werbeeinsatz. Das ist die Wikipedia-Telefonberatung, wie sie sein soll. Ja, wir wollen den Leuten das zeigen, was sie finden wollen. Und wir sind dafür da und wir machen das gerne. Und ein kleiner Werbespot für Wikidienstag. Genau dieses Producing von Data Literacy, um die geht es jetzt. Es ist nicht mehr Papier. Das ist Papier und das ist wahnsinnig wichtig, dass ich muss auch so denken. Weißt du, was ich meine? Aber Wikipedia ist not paper. Yes! Das muss man erst mal verstehen. Conny, gib mir, ich glaube, wir müssen danach abschließen, weil ich muss um halb sechs, ich glaube, halb sechs ist das erste Gebet. Ich bin ja hier im Kloster, Mann. Ja. Und ich sollte eigentlich flüstern. Leise reden. Ja, natürlich, eigentlich. Stefan, aber ich finde, dass wir jetzt noch mal diese Begriffe jetzt noch mal so schön noch mal für uns reflektiert haben und noch mal so rausgearbeitet haben mit dem Löschen, das ist ein Gewinn gewesen. Ja, aber das Erste, lass uns den Ersten noch machen, den will ich noch haben, sonst kann ich nicht ruhig schlafen.
Weißt du, beim Löschen von Artikeln, da haben wir ja eigentlich darüber geredet, dass jemand ein Lemma eintragen will. Kurze Randnotiz, auch ein gelöschter Artikel ist noch verfügbar, aber nur für die Administratoren. Der Text ist nicht weg. Ja. Da sind wir nämlich dort wieder, es kann nichts gelöscht werden. Ja, ja. Also, gut, Simon. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee, das ist auch wieder Logbücher und Versionsgeschichte, gell? Nee, Versionsgeschichte beim Gelöschten nicht mehr. Suchen im... Logo, ja, Quatsch. Suchen im Logbuch. Ja, genau, Logo. In Logbüchern. Und wenn du bei Lemma, du musst das umformulieren, bei Lemma-Aufruf kommt, der Logbucheintrag, kommt automatisch. Da wird dir automatisch gezeigt, wer hat das wann gelöscht, mit welcher Begründung und vielleicht auch ein Link auf die Diskussion. Also das habe ich immer noch nicht, also das wäre auch noch eine Frage, das haben wir das letzte Mal, glaube ich, gemacht, aber das könnte ich jetzt nicht selber wieder nachbauen. Also indem du einfach das Lemma suchst. Die großen, was hatten wir? Die vier großen, die vier großen Internet, was? Was war das? Die vier großen Internetfirmen? Nee. Doch, irgendwie sowas. Die vier großen. Ja, die vier großen Internetfirmen. Genau richtig. Also gut, aber dann. Und wenn du dieses Lemma suchst und du gehst dann auf Erstellen. Oh. Oben der Artikel ist in der Wikipedia, existiert in der Wikipedia nicht, und dann hast du Quelltext erstellen. Hier. Quelltext-Editor. Hier. Genau. Quelltext-Editor. Oder das müsste auch gehen. Und jetzt hast du rechts stehen, dass Björn Hagemann den am 15. Juni gelöscht hat. Geh mal auf Quelltext erstellen. Bitte. Nee? Ach, das kam bei dir immer jetzt. Rechts in der Info kommt das. In der Info. Roll mal in dem Infokasten runter, da kommt es, glaube ich. Ja, dort. Nein? Jetzt bin ich. Nein, jetzt kommt das, dass ich gesperrt bin. Warum jetzt? Okay. Weil ich hier nicht groß geschrieben habe, vielleicht, oder? Nee, müsste gehen, ist richtig so. Oder hast du Internetfirmen klein? Ja, die habe ich klein. Mach die mal groß, klappt das dann? Nein. Ja, also bei mir funktioniert es, und da wird dann sozusagen der Logbucheintrag gezeigt, automatisch. So, jetzt noch einmal. Jetzt habe ich es groß. Und groß habe ich ja mit Dings, mit 2S. Und jetzt steht es noch da, oder? Nee, ich mache es ja wieder falsch, wegen dem Dings. Wegen dem SZ? Wegen dem SZ. Soll ich den Link schicken? Ja. Warte. Wo hast du den reingemacht? Im Chat. So. Nee. Der macht nach SZ Ende. Was ist hier los? Ich kann dir nicht helfen. Musst du rauskopieren komplett. Kopieren. Tadadadam. Hier ist es. Und jetzt hast du unten in Gelb. Ja. Jetzt haben wir es, was wir sehen wollten. Genau. Und das funktioniert im Grunde mit jedem Lemma. Was mal gelöscht wurde, muss ich natürlich wissen. Kann ich zum einen auch ins Löschlog-Logbuch gehen oder ich suche halt mein Lemma von damals wieder. Ja, weil es weg ist.
Das habe ich falsch gemacht damals. Und den Administrator kann ich jetzt oder beliebige Administrator kann ich jetzt kontaktieren und die können den Text in diesem gelöschten Lemma einsehen und auch per Mail zusenden, wenn dort sinnvolle Sachen Ja, genau. drin sein würden. Ich hatte diesen Fall schon ein paar Mal. Den Björn würde ich dann anschreiben. So, und jetzt Genau. können wir gerade noch schauen. Achtung, du erstellst eine Seite, die bereits früher gelöscht oder verschoben wurde. Neuanlage, Löschdiskussion. Eben, Sie arbeiten halt selber mit diesen Begriffen. Und Löschen. deswegen, ja, und deshalb wird es dann nachher so schwierig, wenn man wieder erklären muss, du, aber bei uns kann man gar nicht löschen. Also, aber man, Naja, eigentlich für den Normalnutzer ist es ja weg. ja, richtig. Vielleicht sollte man aber auch sagen, eine Seite, die ausgeblendet wurde. Weil letztlich sind das alles nur Sichtbarkeiten. Ja, also gut, und vorher habe ich noch gemerkt, es könnte ja, also das ist ja, es gibt verschiedene Ebenen von Strukturieren. Also im Grunde genommen zu sagen, dieses Lemma lassen wir nicht zu, hat ja auch etwas zu tun mit Löschen. Also ich erinnere Es mich, können Lemmas gesperrt werden, die kann man nicht mehr anlegen, das geht. das gibt es auch noch. Ja, Das gibt's eben. auch noch, man kann Lemmas blockieren. Ja, genau. Wenn sich trotz Diskussion herausstellt, dass jemand immer wieder versucht, was anzulegen, was keinen Sinn macht, gemäß der aktiven Autorenschaft, dann ja. Ja, oder eben einfach so diese, was hatten wir, was immer rein, Adolf Hitler, größter Künstler aller Zeiten oder so etwas. Oder sowas, ja. Genau, also das dann, aber dann könnte man das ja wohl auch wieder, also das müsste, ja, das würden wir jetzt aber auf den genau gleichen Weg wieder finden können, oder? Ja. Was ein gesperrtes, gibt es eine Liste aller Gesperrten? Müsste es geben. Moment. Sperrtenlemmatas. Logbücher. Geschütztes. Moment, da schauen wir mal. Es gibt Geschütztes. Bearbeitungsfilter. Die Liste Hat der das Länge. damit? Gesperrte Lemma da hier. Ach, gibt's? Ja. Die Seite gehört zum Wikipedia-Archiv. Nee, das ist nämlich, früher wurde das anders gelöst. Da gab es bestimmt eine Beobachtungsseite, wo die geprüft wurden und das wurde in die Software übernommen. Es gibt sogar einen Bearbeitungsfilter, dass wenn gewisse Schlagworte kommen, kannst du die, glaube ich, auch nicht abspeichern. Dazu müsste ich mal in befreundeten Benutzer befragen, der hier, sehe ich gerade, einige Sachen gemacht hat. Aber ich gucke jetzt noch mal weiter. Die Software hat sich halt über die Jahre echt auch weiterentwickelt, wo man gemerkt hat, ey, damit wird viel Energie gebunden, da muss die Software erweitert werden. Es passiert halt nicht nur Positives in der Wikipedia. Echt? Ja. Na, die Probleme mit den Administratoren finde ich echt schwierig, genau. Stimmt. Und den Trollen. Und den Trollen, genau. Ey, aber noch einmal, es gibt keine Trolls, gell? Es gibt nur schlechtes Community Care. Okay, und es gibt auch keine Administratoren, sondern nur Leute, die einen Machtkomplex haben. Genau. Da wäre ich kein. Aber ich sag dir, ohne Administratoren würde das Projekt nicht laufen. Ich bin so dankbar, dass es die gibt. Klar. Wie Also, bitte? ja, das ist völlig klar. Also, dass ich bin auch nicht gegen Administratoren, aber ich bin dagegen, dass Administratoren ihre Macht missbrauchen. Das ist Denkst du, klar. dass das oft passiert? Ich glaube nicht, dass meine Sperrung ein Einzelfall ist, ja. Also, Wann wollen wir denn diese Sache mal angehen mit deiner Sperrung? Wann wollen wir das nochmal alles klein, klein auseinandernehmen? ach komm, das bringt so nichts mehr.
Doch, das bringt was, weil wenn du das Gefühl hast, dass das eine ungerechte Sperrung war, Ja, dann das müssen wir das. war doch. Das ist doch gar nicht die Frage. Naja, ich glaube, es hat hauptsächlich alles was mit dem Ton zu tun, mit dem Umgangston. Es hat nichts mit Vandalismus oder mit aktiver Okay. Zerstörung zu tun, Okay, oder? gut. Dann mache ich dir mal schnell eine Liste von allen psychiatrischen Gutachten, die ich bekommen habe von Administratoren. Und dann frage ich dich, aha, mein Ton ist entscheidend, aber ihr Ton ist ganz okay. So. Nee, schau dir doch den Shitstorm an, den sie jetzt gemacht haben wieder. Ne? Da haben nach der Wikicon diese Leute gefragt, können wir die Situation von SMS 2 SMS noch einmal anschauen? Und nach etwa drei Einträgen ist ein ganz klassischer Shitstorm abgegangen. Und das ist ganz okay. Nee. Also, und sowieso, also wenn man dann so argumentieren würde, dann müsste man sagen, dann ist es immer im Zweifel für den Angeklagten. Ne? Also wenn du in einem Verfahren einen winzigen Verfahrensfehler hast, dann beginnt das ganze Teil von vorne. Das ist ganz normale Justiz. Aber in der Wikipedia ist immer im Zweifel für die Wikipedia. Ja, eben. Und das ist ja genau der Punkt. Das ist ja das, was dieser Wiki-Stress auslöst. Nein, das bisschen blöde ist jetzt, dass eben also Wikihausen jetzt ja angekündigt hat, dass es zu einem Gespräch kommt mit mir. Okay, dann wird Und das Thema aufgerollt, oder? ja, und was ich natürlich toll finde, dass sie das natürlich über die Öffentlich-Rechtlichen machen, dass sie im Grunde genommen akzeptieren sie, also sie schauen auf meine Probleme, die ich habe, und sie akzeptieren problemlos, dass ich nämlich eine Frage gestellt habe. Das hat mir ja übrigens auch dieser andere, wo da ein Ghostwriting gemacht hat, der ja mich verteidigt hat, dass ich weil der erste Sperrgrund war ja, dass ich Verschwörungstheorien verbreiten würde. Und da hatte ich ja ein Ghostwriting bekommen von einem, der ganz, ganz eng in diesem Projekt mitarbeitet. Ich habe den Namen nicht geleakt, bis heute nicht. Aber vielleicht mache ich es dann irgendwann, wenn es zu stark nervt. Also, weil es ist wirklich. Nee, wenn der dir geholfen hat, Eben. Also, das ist ja auch meine Haltung. Also, mach das bitte nicht. ja, eben. Aber ich würde einfach sagen, da ist also einer aus ihren eigenen Reihen, der hat mich mit vielen Belegen und Hinweisen und Argumenten geschützt und gesagt, es stimmt nicht, dass SMS 2 SMS Verschwörungstheorien verbreitet. Lest doch eure eigenen Artikel im Kurier und so weiter und so weiter. Und dann kommt einfach wieder Shitstorm, Shitstorm, Shitstorm. Und dann muss ich einfach sagen, ja, also klar kann man immer auf meinen Ton gehen, aber wenn Verfahren willkürlich werden, das ist Gift für die ganze Community. Ist Das richtig, merken. da bin ich voll bei dir. Wann machten ihr das mit Wickihausen? Dienstag? Nee, ich habe keinen Termin bekommen. Sie haben jetzt einfach im letzten Geschichten von Wickihausen bei Minute 49 ist dann mein Name gefallen. Sie haben es mir nicht gesagt. Ich habe es irgendwie über Brainswiffer und eine Diskussion auf Twitter gesehen, dass irgendwie bei der Süddeutschen Zeitung irgendwas am Kochen sei und so und so. Keine Ahnung. Also, aber Aber ich muss. denkst du, dass, wenn das Thema bei Wickihausen behandelt wird, dass du noch realistische Chancen auf eine Rehabilitation hast? Ja, das ist mir doch eigentlich völlig wurscht. Also auf jeden Fall finde ich es toll, dass Sie es aufnehmen und dann gehe ich halt wieder hin. Ich meine, in diesem Vortrag in Wien, ich hab ja die Gruppe 42 nur kritisiert. Ich habe sie kritisiert, dass sie Autoren jagen. Ich habe ganz viel Kritik eingepflegt bei Ihnen. Und ob Sie mich jetzt noch einmal holen, finde ich ja cool, oder? Ich kenne mich mit den ganzen Sachen nicht aus. Ich weiß nur, dass, naja,
Das sind schwierige Themen. Man müsste sich darauf vorbereiten, um dort diplomatisch genug mit diesen Themen umzugehen. Und ich bin nicht geschickt genug, aber es ist nicht alles, was so erzählt und berichtet wird, produktiv für die Wikipedia. Ja, aber solches Zeugs halt eben auch nicht. Weißt du, wenn der Streit hilft, noch einmal, nach 18 Jahren, eben, das ist das, was ich vorgesagt habe, nach 18 Jahren, wenn du langsam so ein bisschen merkst, wer deine Eltern sind, dass du dann noch einmal so versuchst, darüber nachzudenken, ja, wie bin ich jetzt eigentlich aufgewachsen, in welchem Umfeld, was hat das mit mir gemacht, was will ich mitnehmen in mein weiteres Leben, von was möchte ich mich jetzt aber auch gerne wieder verabschieden und loslassen oder so und etwas Neues begründen, dann muss ich sagen, wenn der Streit mithilft, noch einmal zu erklären, was Wikipedia ist, was Wikipedia sein wollte, wie es im Moment durch Wikidata noch einmal befragt wird, wie die Relevanzkriterien durch die Mitarbeit von ganz anderen Wikipedia-Communities, zum Beispiel von oral geprägten Gesellschaften, noch einmal mit sich bringt. Ja, das ist eine fantastische Sache. Und wenn Wikimedia Deutschland nur den massenmedialen Streit kennt, du, ich war in Wuppertal, sie haben alle nicht mit mir geredet. Nur die Leute haben mit mir geredet, die selber auch unter solchen Situationen leiden. Aber die Wikimedia Deutschland, die ganzen Verantwortlichen, keiner von denen hat mit mir geredet. Aber die haben damit nichts zu tun, nochmal. Das ist, die Wikimedia-Mitarbeiter haben nichts mit den Community-Prozessen zu tun. Aber in diesem Projekt eben 100%, das ist ja der Punkt. Aber es geht ja nicht um das Projekt, es geht ja um dich. Nein, es geht doch um die Frage, warum nicht diskutiert werden darf, was die Implikationen sind, wenn es dazu kommen sollte und wenn sich Wikimedia Deutschland so offensiv darum bemüht, dass Wikipedia zu einer nächsten Abspielstation für öffentlich-rechtliche Inhalte wird. Stefan, jetzt mal Klartext. Wenn ich höflich auf der Projektseite von ZDF oder ich kenne die Seite nicht, von dem ZDF-Projekt, wenn ich dort höflich eine Frage stelle, wird mir höflich geantwortet, da kannst du Gift nehmen. Das können wir gerne exerzieren. Ich werde dort nicht gesperrt und ich werde dort nicht angegriffen, wenn ich höflich dort Sachen erfrage. Hundertprozentig. Nein. Probiere es. Ja. Was denkst du, warum mir der andere ein Ghostwriting gemacht hat? Weil er gemerkt hat, dass sie dich aufs Korn nehmen. Aber das hat mit Wikimedia Deutschland erstmal nichts zu tun. Oh mein Gott. Ich denke, das hat mit der Community zu tun, mit den Leuten. Da hat es ja gar niemand. Nee, da hat es ja gar niemand. Da ist ja nur dieser Wikiolo. Da ist ja gar niemand. Niemand macht sich doch die Finger schmutzig. Entschuldigung. Ich gehe jetzt um auf die Seite. Wiki loves. Nein, mach's einfach nicht. Komm, wir lassen es sein. Ich will dir mal anschauen, liebe TV. Nee, aber mach's einfach nicht. Das bringt's überhaupt nicht. Echt nicht. Ich will nicht machen, aber hast du gemerkt, dass jetzt gerade, ich habe mich dort auch nämlich auf einer Seite eingetragen, da haben die suchen nämlich jetzt. Mitmachen, warte mal. Logo, schon lange, schon seit 3 Jahren suchen sie Leute, die mitmachen wollen. Geh mal auf anzulegende Unterseiten. Ja. Das hat der Don Kun angelegt, den kenne ich. Und der hat mitmachen. Geh mal auf mitmachen. Ja, ja. Und dort habe ich mich eingetragen, Conny, mit den Themen Landespflege, Erziehungswissenschaften, Oberlausitz und Umgebindehäuser. Super. Na, warum denn nicht? Vielleicht gibt es demnächst Videos zu Erziehungswissenschaften. Ja, genau, super. Na, oder wie denkst du denn, entwickelt sich so eine Kooperation? Verstehst du mich ein bisschen, dass ich, welche Art und Weisen ich versuche zu leben? Conny, ich habe den Generaldirektor des Schweizer Fernsehens, SRG, SSR,
drei, vier, fünf Mal vor Kamera und Mikrofon gehabt. Ich bin der Letzte, der sich gegen Service Public wehrt. Ich bin gar nicht so drauf. Ich habe damals nur gefragt, ich will es dir schnell zeigen, diesen Dings finde ich saugeil. Auf der Diskussionsseite hier? Stefan, auf der Diskussionsseite von ZDF-Dings. Schau mal hier, ich lege dir den, da ist das Ding. Schau mal, das hat er mir geschrieben. Das hat er mir geschrieben damals. Das ist also ja. Einer, der ganz intensiv miterlebt hat, wie ich da weggesperrt worden bin. So schlimm kann es gar nicht sein. Auf jeden Fall hat er sofort verstanden, hat mich sofort verteidigt, ist überhaupt kein Problem. Dieser Text ist nicht von mir. Kleinen Moment mal bitte. Ich bin jetzt mal kurz in der Versionshistorie der Diskussion und dann gucke ich bei dir, weil ich kann hier nur irgendwas gleichzeitig machen. Ja, ja, ich sehe hier, kleinen Moment bitte. Du hast ja hier irgendwelche Personen geoutet auf dieser Diskussionsseite. Michael Klemm, Manfred Kläuber, Volker Krasmuck. Warum hast du diese ganzen Leute hier draufgeklatscht auf die Seite? Ah, schön, hast du das gefunden? Ja, das hat ein befreundeter Wikipedianer weggemacht und hat geschrieben, Meeting-Teilnehmer sind nicht die hiesige Orga. Das ist völlige und vermutlich bewusste absichtliche Irreführung der Diskussionsleser. So, so, siehst du, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Kannst du das erläutern? Soll ich ja, den Link schicken? Ja, ja, schick mir mal den Link da zum, wo hast du das gesehen? Dann können wir das einblenden. Hab's dir geschickt? Ah, das kommt über. Hangouts. Genau. Was ist der Sinn dieser Liste? Also zum ersten, gell, es ist wichtig, also wir sind auf der Diskussionsseite dieser Seite, wir sind nicht auf der vorderen Seite. Ja. Und dann, also vorgängig war also die Frage, warum dokumentiert ihr nicht, was ihr am Machen seid? Warum ist das nicht transparent? Das war vorgängig. Und dann habe ich angefangen zu googeln. Und über Google findest du diese Listen. Ist überhaupt kein Problem. Das ist kein Geheimnis. Das sind, aber nur weil die über Google findbar sind, gehören die ja nicht in die Wikipedia. Ja, das kann ja sein. Aber auf jeden Fall ist es interessant, das war ja bereits in der Eskalationsdings drin. Es war ja nur die Frage, man findet das. Man findet das. Was denkst du, was man im Internet alles findet und was man, es geht ja darum, weißt du, im Problem ist auch, Informationen zusammenzuführen. Ich kann dir das mal an dem Beispiel erklären. Ich bin in mehreren Wikis aktiv, als Benutzer Conny, ja, auch in anderen Wikis. Mhm. Und ein Kumpel von mir hat die Links von den verschiedenen Wikis in der Wikipedia auf eine Seite gemacht. Mhm. Ich sag, lieber Paul, danke, dass du hier diese Benutzerkonten zusammenführst. Aber das will ich gar nicht. Der hat mich dort geoutet. Und, okay. Und genau solche, das hat mich sehr verletzt. Das war ein Mensch, der mich sehr gut kennt und der das aber gezielt gemacht hat. Und das fand ich sehr verletzend. Okay, also gut, die Situation kenne ich jetzt nicht. Ist egal. Du bist ja jetzt aber auch... Eine Einzelperson. Aber hier geht es ja im Moment gerade darum, das ist der ZDF-Rundfunkrat, das ist eine Institution einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, die hat die Aufgabe, den öffentlich-rechtlichen Sendern zu überwachen.
Es geht darum, dass es eben um diese Fragen geht. Wie gehen die um mit den Rechten? Wer arbeitet da dran? Und so weiter und so weiter. Und es gibt tatsächlich, also das würde man jetzt wieder finden über, ich mache jetzt hier wieder LinkedIn. Also das Ziel war, Druck aufzubauen. Ja, natürlich. Zu sagen, warum dokumentieren, warum sind das Geheimprojekte von euch? Das ist doch kein, Stefan, die Wikipedia-Diskussionsseite wurde missbraucht, um Leute mit Klarnamen zu nennen, die in eine Verbindung mit einem Projekt zu bringen, mit denen sie möglicherweise gar nichts zu tun haben. Vielleicht weitläufig, ja. Weitläufig haben wir alle irgendwie mit irgendwas zu tun. Aber das ist in, weiß ich nicht, damit beschädigst du die Orga-Teilnehmer, die dort was machen wollen, damit beschädigst du Wikimedia. Damit beschädigst du nicht die Leute, die Inhalte nicht freistellen. Du beschädigst andere. So, so. Ja, das ist sehr interessant. Jetzt geh mal die Liste durch. Das, ja. Keine Ahnung, das sind doch alles professionelle Leute, von denen ich sogar sagen würde, die stehen in Staatspflicht, die stehen in Rechenschaftspflicht. Und es geht darum, sie wollen die Wikipedia übernehmen. Und jetzt kannst du wieder zu diesem anderen Dings zurückgehen, was er mir hier reingeschrieben hat. Ich kann das nicht gut lesen. Okay, ich versuche es zu sehen. Ich habe hier nur so ein kleines Display. Als Hauptgrund für die Sperre werden mir Verschwörungstheorien unterstellt, wobei vermutlich der Grund hierfür meine Bedenken bezüglich zu großer Nähe von Vertretern des deutschen Wikimedia Deutschlandvereins mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind und die unter Federführung vom deutschen Wikimedia Förderverein gestartete Aktion, die Wikipedia-Enzyklopädie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk als weitere Abspielpodium verstärkt mehr oder weniger anzudienen. Dass dies keine Erfindung von mir ist, belegt der öffentlich-rechtliche Artikel im Kurier, der offensichtlich von einem der beiden auf dem zitierten Wikimedia Deutschland öffentlich-rechtlichen Workshop in Berlin bei beteiligten Wikipedia-Autoren verfasst wurde. Darin wird ein ganzes Bündel von mehr oder weniger fragwürdigen Einflussnahmen der öffentlich-rechtlichen Anstalten genannt, unter anderem Anführung, also Zitat, neben ca. 100 Wikipedia-Autoren, die in öffentlich-rechtlichen Artikeln schwerpunktmäßig aktiv sind, editieren vermutlich mindestens ebenso viele öffentlich-rechtliche oder öffentlich-rechtliche nahe Autoren in der Special Interest Artikeln. Allein auf unserer RFF, das ist die Redaktion Funk und Fernsehen, Redaktionsseite, sind 28 verifizierte ÖRR-Benutzerkonten ausgewiesen. Zitat Ende. Das mit den 28 verifizierten Konten habe ich kurz mal gecheckt. Also ich meine, das konnte ich ja gar nicht. Das ist ja deutlich, dass er das gemacht hat. Ich wüsste gar nicht, wie ich das machen könnte. Das mit den 28 verifizierten Konten habe ich kürzlich mal gecheckt und festgestellt, dass es in Wirklichkeit weit mehr, nämlich so an die 50 ÖRR-eigene User-Konten gibt, die kräftig. Na und? Was ist das Problem mit diesen Konten? Das ist nicht von mir. Ich sage nur, oben hat er ja angefangen, dass sie auf jeden Fall Einfluss suchen bei Wikipedia. Auch die anderen. Ja, aber die sind ja verifiziert und gekennzeichnet, dass sie eben keinen Einfluss gewinnen können. Nicht also so einfach. Aber schau mal, ich will ja nur sagen, er hat mir zugeschaut, wie ich gekommen bin, wie ich gefragt habe. Und er sagt dann, ich habe darauf aufmerksam gemacht und möchte, dass hierüber diskutiert wird. Nicht mehr und nicht weniger. Aber Moment, du willst über ein Thema diskutieren, was vielleicht gar nichts mit dem Projekt zu tun hat und vielleicht gar nichts an der Stelle zu tun hat. Vielleicht ist die Wikipedia gar nicht die Plattform, um darüber zu... Du kannst ja deine Webseite aufmachen und die Frau Vera Linz, Medienjournalistin, dort outen und sie zu einem Gespräch auffordern, kannst du ja machen. Aber die Wikipedia schreibt eine Enzyklopädie und wir wollen versuchen, Medien zu befreien, die wir unter freien Lizenzen verwenden können. Und wir arbeiten seit vielen Jahren ganz behutsam an diesen Themen. Ich weiß, du hast eine andere Einstellung dazu. Wir haben schon Sachen befreit.
Wir haben mit der Deutschen Fotothek Kooperationen. Wir haben Kooperationen mit der Oberlausitzschen Bibliothek der Wissenschaften und anderen, die eben gesagt haben, wir geben euch Materialien und so weiter. Aber was hat jetzt eine Frau, Vera Linz, Medienjournalistin, warum musste die auf der Diskussionsseite hier draufstehen? Naja. Erklär mir mal diese eine Person. Okay, also gut, nee, verstehe das nicht. Ja, es war natürlich ein Copy-Paste. Aber du würdest jetzt sehen, also wenn du jetzt diese Liste durchgehst, du sehen, es gab eben schon einmal, sie haben es selber einmal drauf, also diese Namensliste, vermutlich sogar die, war schon mal drauf und wurde dann wieder weggemacht. Es gab auf jeden Fall, ich müsste jetzt hier suchen, ich weiß nicht, wie ich suchen kann, es gab auf jeden Fall... Ich weiß, du meinst die Presse, hier steht es ja, Präsentation von Bernd in der Wikicon 18. Ja, genau. Bernd, ist das der gesperrte Bernd? Bernd Gross? Nein, Bernd Fiedler ist der Einzige, der hier wirklich aktiv ist. Okay. Und der ist Wikimedia Deutschland. Und Wikiolo, wann immer es eine wichtige Frage gibt oder so, dann sagt er immer, oh Bernd, kannst du das beantworten? Und pinkt ihn die ganze Zeit an. Also, okay. Also... Es ist, also ich verstehe den Benutzer Don Kun, der hier gesagt hat, die Meeting-Teilnehmer... 17. Du kannst Wikipedia, Wikicon 18 durchgehen. Du findest also überall Vorträge und bei der Präsentation jetzt 19 in Wuppertal war ich dabei. Da zeigen sie immer mehr, als was sie hier ablegen. Und auch das ist ein Problem, was ich immer wieder bringe. Ich finde es nicht okay, wenn in Face-to-Face-Kontakt an den Konferenzen mehr diskutiert und gezeigt wird, als was sie online machen. Und das hat auch zum Beispiel damit zu tun, wir haben hier Kollege Filzstift oder so, wo ich einfach sagen muss, damit Kollege Filzstift voll mitdiskutieren kann, kann es nicht sein, dass Diskussionen an Wikicons in kleinen Kreisen dann als Legitimation gemacht werden, um Aktionen zu starten. Es ist einfach nicht okay. Und noch einmal, ich habe immer nur gesagt, warum gibt es keine vollständige Dokumentation dieses Projektes? Von Bernd Fiedler wurde ich mal runtergemacht mit der Bemerkung, dass die Lizenzen, er hatte irgendein Spezialwort, dass die Lizenzfrage so eine, oh, ich weiß nicht mehr das Wort, das sollen halt die Fans machen und so. Und dann muss ich einfach sagen, nee, ich bin jetzt halt ein alter Knochen, aber die Lizenzfrage war jetzt für uns halt immer das Teil. Und weil sie die Lizenzfrage nicht auf die Reihe kriegen, genau deshalb haben sie diese Probleme jetzt hier. Und ich diskutiere natürlich über Lizenzprobleme. Ich fand Creative Commons ein wahnsinnig wichtiges Projekt. Lizenzfragen sind kein Detail. Und das kann man nicht einfach den Juristen überlassen. Das wollen wir mitdiskutieren als Wikipedia-Benutzende oder als User. Und das machen sie nicht, das sperren sie alles aus. Es gibt tausend Fragen. In Wuppertal saß ich nur hinten rein, weil ich einfach sehen wollte, wie es abgeht. Und von den Teilnehmern gab es sofort heftige Kritik an diesem Projekt, ohne dass ich was gesagt habe, ohne dass das Namen waren, die hier mitgehen. Es gibt tonnenweise ganz interessante Fragen in dieser Kooperation mit den Öffentlich-Rechtlichen. Und das machen sie alles einfach top-down weg. Okay, gibt es eine Zusammenfassung dieser Fragen noch auf der Diskussionsseite irgendwo? Kann ich das irgendwo finden? Mich interessieren jetzt diese Fragen, die du gestellt hast. Ach nein, das soll dich nicht interessieren. Also eben, und also gut, wir könnten es jetzt, ja, also keine Ahnung, also der letzte Shitstorm, da kommt ja wirklich alles Böse. Ach, aber es interessiert mich jetzt einfach mal, warum man, welche Fragen man, also das mit der Namensliste finde ich nicht in Ordnung. Jetzt würde ich die Namen, die Fragen gerne mal wissen wollen. Also gut, aber noch einmal zu den Namenslisten. Diese Namensliste, die habe ich vermutlich gefunden in einem Vortrag von Wikiolo, von Bernd Fiedler.
Ja, hast du auch so deklariert. Aber wie der Benutzer Don Kun schon schreibt, das hat ja mit der Projektseite hier nichts zu tun. Weil das hat mit, die sind nicht die Orga-Teilnehmer des Projekts, das sind Kooperationspartner potenzielle. Ah, Oder schau. tatsächlich. Ah, schau, ich hab das sogar rausgewiesen. Du hast ja recht. Ja klar, du hast das angegeben. Siehst du, das ist sogar innerhalb von der Wikipedia sind all diese Namen zu finden. Gar kein Problem. Das hat Bernd Fiedler selber gezeigt. Ja, aber was hat das hier jetzt auf der Projektseite zu tun? Der Leonard Dobusch organisiert ja die Projektseite Wiki Loves TV und Radio. Nein, Nein. nein, 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 So, nein, nein. deshalb gehört er hier nicht hin. Die Frau Vera Linz, Medienjournalistin, organisiert die Wiki Loves TV und Radio Wikipedia Projektdiskussionsseite. Nein. Das ist einfach Quatsch, diese Leute hier drauf zu posten. Und das kann Auswirkungen haben. Warum hat dann Bernd die vorgestellt an der Wikicon 18? Ja, da müssen wir einfach mal schauen, wo der die vorgestellt hat, unter welchem Kontext. Warte mal. Ja, natürlich in seinem Workshop. Ja, aber welcher Kontext? Wikipedia, genau dieses Projekt. So, zeig mal die Präsentation. Was du hier verlinkt hast, dort stehen die Namen nicht. Was du verlinkt hast, ist nur die Seite des Termins. Wo ist die Präsentation? Wo hast du das her? Jetzt müsste ich halt da schauen. Das ist aber jetzt ziemlich wichtig. So, ich bin jetzt mal in der ÖRR-Session der Wikicon St. Gallen. Ist das das? Ja, da bin ich jetzt gleich auch drin. Ja, genau. Ich suche jetzt die Namen, in welchem Kontext die hier Hier, genannt sind. Seite 16. So, hier gibt es eine Liste. Hier Seite steht 16. Helping Hands. Helping Hands. Helfende Hände. Helping Hands hat nichts mit der Projektseite ZDF in der Wikipedia zu tun. Das sind Leute, die vielleicht in irgendeiner Form dem Bernd geholfen haben, aber die dort zu outen und zu sagen, ihr habt mir geliefert oder irgendwas, das ist schlecht. Also das finde ich nie gut. Also Helping Hands steht dort drüber. Die haben irgendwie mit Bernd kooperiert, in irgendeiner Form. Die sind nicht verantwortlich. Klar, der Justiziar beim SWR, klar ist der irgendwie verantwortlich für die Inhalte und die Lizenzen. Versteh mich. Ja, der hängt irgendwie da über tausend Ecken mit drin. Aber der ist nicht verantwortlich für das Projekt in der Wikipedia. siehst du, was ich hier zeige? Ja, ich schau mal, eine Lösung. Das hat Dobusch natürlich alles relativiert. Er sieht das ja alles selber ganz anders, oder? Du Aber meinst die kleine Animation? das ist übrigens von Dobusch. Hier fehlt noch, man müsste Namensnennung machen, wenn man es korrekt machen wollte. Okay, dich stört jetzt die Animation? Nein, die Lösung, dass es eine Lösung sei. Eine, naja, A wenn die map. beiden, wenn ZDF und Wikipedia kooperieren, findest du nicht gut. Das ist nicht eine Kooperation, das ist eine Verschmelzung, die hier dargestellt wird. Okay. Ja, Entschuldigung, aber also, Aber weißt hat derjenige, der das gemacht hat, sich so tiefgründige Gedanken gemacht wie du? deshalb habe ich gefragt, wo dokumentiert Wikimedia Deutschland, woran sie arbeiten? Okay, Schon. diese Präsentation hat Bernd Fiedler gemacht, richtig? Fiedler. Warum kontaktierst du nicht Bernd Fiedler zu seiner Präsentation? Vielleicht repräsentiert die gar nicht das Projekt. Doch, Vielleicht doch, 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 kann das nicht sein? Fiedler. Und die Diskussionsseite von einem Projekt bei Wikipedia ist die Möglichkeit, jemanden zu kontaktieren. Das ist genau so, machen wir das. Ja, ich gehe mal auf die lass uns mal auf die Vorderseite der Projektseite gehen. Ja, sehr Wiki gerne. Loves TV und Radio ist ein Projekt der Wikimedia Community.
Bernd ja. Fiedler ist der Community? Nee. Natürlich nicht. Der ist Wikimedia Deutschland. Das heißt, hier versucht die Wikimedia Community Kevin Golde und Jens Best. Aber hier steht Bernd Fiedlers E-Mail-Adresse drin. Jetzt schauen wir mal, das ist der Ansprechpartner bei Wikimedia Deutschland. Der ist nicht verantwortlich für diese Seite. Jetzt gucken wir mal, wer die angelegt hat. Angelegt hat die Wiki Olo. Ne? Ja, natürlich. Und irgendwann hat Bernd Fiedler hier was eingefügt. Mal gucken, was hat denn der hier eingefügt, der Bernd Fiedler? Wir machen mal die Textanteile, saugeil. Schau mal, die Textanteile sind nicht da. Wie finden wir die jetzt? Nee, das geht bei Projektseiten nicht. Ja, das ist aber gut. Wäre das wichtig? Ja, wäre interessant. Hey, komm. Nein, jetzt sind wir in diesem Scheiß. Also hier, warte mal. Hier sind nur die Ansprechpartner genannt. Das ist ein Projekt der Wikipedia-Community von Kevin Golde und Jens Best. Die beiden hätten jetzt Auskunft geben müssen. Das primäre Ziel des Projekts ist es, Inhalte der Rundfunkanstalten in die Wikipedia übernehmen zu können. Übernehmen. Inhalte übernehmen. Ja. Okay, das ist das Problem. Das wirft auf jeden Fall Fragen auf. Da hätte ich tonnenweise Fragen dazu. Also das übernehmen bedeutet, wir können ja in die Wikipedia nur Sachen übernehmen, die eine freie Lizenz haben, sonst dürfen die ja nicht in die Artikel rein, richtig? Ja, klar. Okay, du störst dich jetzt. Okay, was ist jetzt das Problem? Lass uns der Sache mal auf den Grund gehen. Ich will mal wissen, was hier das Problem ist an diesem Community-Projekt. Erstens ist es kein Community-Projekt. Es wurde von Leonard Dobusch initiiert. Das erzählt er selber so. Wikimedia, das steht hier aber nicht. Ja, genau. Und du findest alles im Internet und du merkst... Warum schreibt der Dobusch das nicht hier rein, wenn er es gegründet hat? Der kümmert sich gar nicht darum. Dann stimmt's nicht, dann ist es nicht sein Projekt. Vielleicht ist er ein Kooperationspartner. Vielleicht hat er ZDF-seitig das unterstützt. Ja, natürlich. Ja, und? Aber hier kümmert sich eine Community um das große Ziel, mit den Medienanstalten gemeinsam Inhalte zu übernehmen. Es geht hier nicht um diesen Einzelfakt, dass der Dobusch irgendwas macht, oder sehe ich das falsch? Nein, das siehst du schon richtig. Schau mal, hier in diesem Text hat er mir das extrem schön noch einmal zusammengefasst. Erklär es mir bitte. Es geht darum, dass diese Nähe zwischen Wikimedia Deutschland und den Öffentlich-Rechtlichen den Aspekt verstärken könnte, dass der Öffentlich-Rechtliche ein weiteres Abspielpodium. Moment mal. Wenn irgendeine Rundfunkanstalt Inhalte und unter eine freie Lizenz stellt, dass wir sie übernehmen können, unsere Projekte, ja, entscheiden immer noch die Wikipedianer, ob sie diese nehmen oder nicht. Das habe ich in einem Video von euch auch schon mal gehört. Es können hunderte Videos auf Commons liegen, die das ZDF gemacht hat. Wenn die keiner einbindet, weil die falsch sind, weil die Framing, ich weiß noch nicht mal, was Framing ist, aber weil die irgendwas falsch darstellen, da können die Tausende, Hunderttausende Videos veröffentlichen. Die werden nie im Wikipedia-Artikel sein, weil das ZDF hat keine Kontrolle darüber, welche Videos und Bilder in unseren Artikeln sind. Das macht die Community und das ist ein harter Kampf, das kann ich dir mal sagen. Na Conny, aber das ist ja genau der Punkt, deshalb sind Sie auf Verschwörungstheorie ja gekommen. Das ist ja genau das, was der Ghostwriter für mich hier ja am Entwickeln ist. Aber ich kann dir sagen, das ZDF hat keine Kontrolle darüber, welche Inhalte wir verwenden. Nein, es kann uns Inhalte bereitstellen. Ja, klar. Aber wir müssen die nicht nehmen. Wir lachen die aus, wenn das sinnloser Scheiß ist. Aber natürlich, Conny, das ist überhaupt nicht das Problem. Das verstehe ich ja. Okay, was ist das Problem?
Das ist ja völlig klar. Das ist das gleiche Ding wie hier. Oder? Für mich ist natürlich auch klar, dass nicht Wikimedia Deutschland, also nicht Bernd Fiedler mich gelöscht oder gesperrt hat oder so. Aber ich würde dann sagen, das ist Interessenskonflikt. Verstehst du? Die Seite hat natürlich schon einen Wikipedianer eröffnet und nicht Bernd Fiedler von Wikimedia Deutschland. Verstehst du? Blöd sind sie ja nicht. Ah, übrigens, das andere, wo ist das letztens aufgepoppt? Das ist ein sehr ähnliches Thema wieder. Lass uns diesen Aspekt mal kurz beleuchten, Stefan. Das ist ganz interessant. Klar, der Ablauf ist, kann zum Beispiel so sein. Ein Wikipedianer sagt, Mensch, wir wollen gerne ein Projekt machen, um sozusagen dort primäres Ziel, Inhalte übernehmen können. Die Inhalte müssen vorbereitet werden, dass wir die nehmen können. Er nimmt Kontakt mit Wikimedia Deutschland auf und Wikimedia Deutschland sagt, ja, wir würden euch auch gerne dabei unterstützen. Macht das, das und das in der Community und wir machen das, das, das bei Wikimedia. Ist das verwerflich? Nein, natürlich nicht. Es kann ja auch umgekehrt gehen. Es kann ja auch so gehen, dass Professor Dr. Leonard Dobusch, ein Vertrauter des Gründers der Wikimedia Deutschland, zu Wikimedia Deutschland geht und sagt, ich bin jetzt neu beim ZDF Fernsehrat. Ja. Und wir haben beide das gleiche Ziel. Wir wollen mehr mehr CC-Lizenzen haben. Warum findet ihr nicht zwei, drei Wikipedianer, die von Seiten Wikipedia eine Liste machen? Genauso erzählt es er mir. Also Leonard Dobusch erzählt im Gespräch, dass er sagt, ich bin dort reingekommen und habe gesagt, wir sollten mehr CC-Lizenzen machen. Und dann haben wir gesagt, das interessiert niemand, das will gar niemand, das brauchen wir nicht. Und wer hat das gesagt? Die Öffentlich-Rechtlichen. Und dann ist Dobusch, so hat es mir erzählt, also könnte man jetzt noch mal nachschauen, ob ich das richtig wiedergebe. Und dann ist er also zu seinen Freunden gegangen bei Wikimedia Deutschland und hat ihnen gesagt, hey, ich brauche dringend eine Liste, wo ihr sagt, ihr braucht. Ja, genau. Und so ist dieses Projekt entstanden mit dem Titel Wikipedia Loves TV and Radio. Was natürlich für mich schon ziemlich provokativ ist, schon der Titel natürlich absolut dramatisch provokativ, weil in der deutschsprachigen Medientheorie massenleitende Medien zu lieben, ist natürlich eine helle Katastrophe. Es geht immer darum, zu kritisieren, nicht zu lieben. Also gut, aber so ist das ganze Teil entstanden, ist nie zum Fliegen gekommen, aber für die Wikimedia Deutschland ist natürlich diese Nähe zu ÖRA und so und sich selber natürlich auch wichtig zu erleben, etc., sehr wichtig gewesen. Ich habe immer nur gesagt, das berührt die Grundfeste von Wikipedia. Da gibt es tonnenweise Fragen und ich finde, die Community sollte ausführlich darüber diskutieren. Ich muss mal kurz einhaken. Mhm. Wikimedia Deutschland, das Chapter der Wikimedia Foundation in Deutschland, ist immer im Spannungsfeld zwischen den Institutionen und der Community. Wikimedia Deutschland hat es sehr schwer, auch in der Community, sich so, die Ziele von Wikimedia Deutschland sind andere, als die Wikipedia Community hat. Ja. Von Anfang an. Die Ziele von Wikimedia Deutschland werden durch die Mitgliederversammlung festgelegt. Das ist ein Verein. Ja, ich bin Mitglied davon. Genau, der sich zum Ziel gemacht hat, Wikipedia und die Community zu unterstützen, unter anderem. Ja, es sind ja vor allem Professionelle, die ihren Job garantieren wollen. Ja, mein Gott, okay, aber, und die machen gute Arbeit. Soweit man das, müsste man jetzt, welche Maßstäbe man dort ansetzt. Ja. Ich bin zufrieden, was ich von Wikimedia Deutschland bekommen kann als Community-Mitglied. Aber um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, die sind immer im Spannungsfeld.
Ja. Und die haben immer ein Problem, dass dort mächtige Institutionen kommen und sagen, wir wollen mit euch was machen und so. Und die brauchen ein Händchen dafür. Aber Ja. das war schon immer so. Das schreiben Sie übrigens auch, dass insbesondere die Social Media Redaktion von ZDF sehr interessiert ist, stärker in Wikipedia eingebunden zu sein. Das ist ganz offen. Und dann Nochmal haben bitte, ich bin gerade nicht mitgekommen. Nochmal bitte. Sie schreiben das? in den Dokumentationen von Bernd Fiedler findest du das Ja. ganz explizit ausgesprochen, dass insbesondere, das ist dieses andere Paper, was dort auch irgendwo verlinkt ist, Helping Hands oder sowas. Mitmachen, Handreichungen hier. Hier haben Sie irgendwo Dokumente verlinkt, die findet man, wenn man ganz lang sucht. Und dann wird dort gesagt, insbesondere die Social Media Redaktion von ZDF sei sehr interessiert, besser innerhalb von Wikipedia verlinkt zu werden. Ja, das sind handfeste Interessen von milliardenschweren Betrieben. Und es hat, wie eben da das Verschwörungstheorie-Dings einfach sagt, es sind auch ganz viele ÖRR-Mitarbeiter da, die das auch ganz fleißig dann übernehmen, gell? Das So, ist. lass uns das mal, okay, lass uns das mal durchspielen. Die haben ein Interesse daran, das dürfen sie haben. Okay. Ja, das Wikimedia Deutsch, finde das dürfen, die haben super. das Interesse, oder nicht? Ja, Logo, das ist super. Gut, so, aus deren Sicht, ja? So, dann gibt es eine Kooperation mit Wikimedia Deutschland. Ja, Da werden sauber. diese Sachen gesagt, ja, wir wollen gerne unser Social Media da besser platzieren. Auch Aber okay. Wikimedia Deutschland hat doch keine Handhabe. Wikimedia Deutschland schafft doch keine Inhalte. Das ist ja gerade der Grund, warum ein Wikipedianer die Projektseite macht, weil Wikimedia Deutschland sich dort raushält, weil das immer zu Reibereien geführt hat. Ja, aber vorher hast du noch erklärt, dass es Gelder gibt und dass da Ja. Politiker fotografiert werden auf Und Wikimedia. das läuft darüber, dass irgendeiner die Idee hat, das zu machen, und Ja. in der Community füllt einer einen Förderantrag aus und Wikimedia Deutschland entscheidet, wollen wir das Ja, fördern oder eben. nicht. Ist das verwerflich? Nein, absolut nicht. Ich sage nur, wo ist die Diskussion? Wenn ich Es an gibt die solche Projekte Diskussion denke. bei Wikimedia, die Diskussion ist bei Wikimedia Deutschland und wahrscheinlich kann man das nicht veröffentlichen, weil es dort irgendwelche Absprachen gibt und irgendwelche Verträge und weiß ich nicht. Es Genau. ist einfach noch nicht so weit gediehen, dass Genau. bei den Wikipedianern was angekommen ist. Ja, ist ein Problem. Ist ein Problem. Aber Ein du, das massives. sind ganz viele Kooperationsgespräche, die Wikimedia Deutschland mit Externen führt, die wir nicht wissen und die zu einem gewissen Punkt gediehen sind. Aber warum hast du jetzt, was soll die Wikipedia Community dort ausrichten? Du greifst ja auf den Projektseiten der Community-Mitglieder, greifst du ja jetzt Wikimedia an, Wikimedia Deutschland. Das ist die falsche Plattform. Du bringst die Leute ja auch in die Bredouille. Echt? Das ist mir völlig wurscht. Schau mal hier. Oh, Schau mal hier. das wäre wie, wenn du auf der Telefonberatungsdiskussionsseite Sachen posten würdest und sagen würdest, ja, das hat der Konrad so gesagt, und das hat er so gesagt und er will das. Und die Leute bei Wikimedia würden sagen, also hier, was der Nutschan hier macht, das ist ja, entspricht ja nicht unseren Zielen. Also dem drehen wir jetzt mal den Hahn ab. Das ist Quatsch, was der hier macht. Ja, Und klar. dann funktioniert die 0800er Nummer nicht mehr. Die finanzieren das nicht mehr. Die Spendengelder fließen dann woanders hin. Und ich kann das nicht mehr machen, was ich als Projekt, als Community-Projekt mache. Und da sagst du, das interessiert mich nicht. Schau mal, was ich hier versuche. Ich Schau mal. finde es immer wichtig zu gucken, wer kommt unter die Räder. Das Ja, ist doch genau. wichtig.
Ja, Logo. Ich bin auch Sozialarbeiter. Also das finde ich ja spannend. Weißt du, ich würde einfach sagen, das ist, ich möchte dir etwas vorlesen, was mir Bitte. Sänger Ich muss mir nur mal im Pullover anziehen. Warte mal ganz kurz, mir ist gerade kalt. Kleine Sekunde. Wir sollten sowieso aufhören. Damit ich ja nicht erfriere. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Stefan, bitte nimm mir nicht übel, wenn ich jetzt hier ein bisschen emotional bin, aber... Nein. Darf ich dir noch das vorlesen? Sehr gerne. Schau mal hier. Da sind wir also auf meiner User-Seite, Benutzerseite, SMS 2 SMS, ja. Auf der Diskussionsseite. Auf Meta. Ja. Da gibt es ein Projekt, was mich sehr interessiert, von Wikimedia Foundation auf der globalen Ebene. Das heißt Space. Ja, ich habe irgendwo davon gehört, wo du das berichtet hast. Dann habe ich natürlich geschaut, wer sich da engagiert. Und dann habe ich aus dem deutschsprachigen Raum den Benutzer Sänger gefunden. Ja. Ich hoffe, das war jetzt über Space. Ist ja egal. Aber auf jeden Fall, was ich jetzt sehr spannend finde, ich habe Benutzer Sänger über das E-Mail-System, über das interne E-Mail-System, also senden Sie diesem Benutzer eine E-Mail, ne? Ja. Habe ich Benutzer Sänger angefragt, ob er in einen Feedlog kommen würde, bei Wikidienstag. Und ich habe mich dann auch auf Wikidienstag eingetragen, dass ich da am Leutesuchen bin und dass ich ihn angefragt habe. Und jetzt schau mal, was er mir da als Antwort gibt. Ich weiß nicht, wie du auf die Idee gekommen bist, mich per E-Mail anzuschreiben, ob ich einen Podcast machen möchte. Ich bevorzuge für die Kommunikation über das Wikiversum klar die öffentliche Diskussion gegenüber Mail hinterzimmern. Okay, vielleicht würde das... Darf ich dazu was sagen? Ja, klar. Also, in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass in Konflikten Benutzer begonnen haben, über die Privatmail-Funktion Leuten irgendwas zu erklären, Seilschaften zu bilden und Wahrheiten zu formieren. Ja? Das ist ja auch nicht zu umgehen, das kannst du ja machen. Das kann man nicht umgehen, aber es haben sich Benutzergruppen in der Wikipedia herausgebildet, da gehört wahrscheinlich auch Benutzer Sänger dazu, die gemerkt haben, wenn ich alles transparent diskutiere, können auch andere diese Diskussion lesen, daraus lernen und wieder Bezug auf diese Diskussion nehmen und es wird nichts doppelt diskutiert und vor allem transparent. Und deshalb meint er das. Der meint das nicht böse. Ich bevorzuge das. Okay, ich auch. Ich muss dir sagen, ich bevorzuge das auch. Ich auch. Okay, weiter. Nee, das war schon alles. Ich hätte sogar gesagt, das ist wieder ein sehr sozialarbeiterisches Argument. Ich würde sogar sagen, computervermittelte Kommunikation, gerade hier, wie wir sie bei Wikipedia im Text haben, wirkt extrem inklusiv. Okay. Also wenn jemand zum Beispiel nicht reisen kann, wenn jemand nicht sprechen kann, wenn jemand nicht hören kann, kann er aber bei Wikipedia voll mit dabei sein und super inkludiert. Und du würdest es nie, nie, nie merken, weil er einfach ganz selbstverständlich mitarbeitet.
Das nicht in Hinterzimmern zu arbeiten, volle Transparenz zu garantieren, ist eben gerade wichtig für die Inklusion von Menschen, von Usern. Überreden. Ja. Okay, ja gut. Ja, aber dann können wir ja zurückgehen. Wir haben hier ein Projekt von Wikimedia Deutschland mit ganz, ganz großem Interesse. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, was hier abläuft. Da ist viel Geld, viel Politik, da ist wirklich alles drin, was du dir wünschst. Okay, stopp. Da ist Geld drin, ja? Da muss es einen Förderantrag geben. Ich gehe auf Wikipedia Förderanträge. Wenn du sagst, dort ist Geld drin, dann muss es einen Förderantrag geben. Ich habe jetzt nur von Interessen geredet. Nee, Moment, stopp. Du hast gesagt, da ist viel Geld am Start. Nein, Geld im Sinne von, die Öffentlich-Rechtlichen haben viel Geld und haben einen Auftrag, Menschen zu erreichen. Und sie merken jetzt plötzlich, eigentlich wäre es doch ziemlich wichtig, wir wären gut bei Wikipedia vertreten. Wie können wir unsere Zusammenarbeit mit Wikipedia ergänzen? Nur da. Das hattest du ja schon mal angedeutet. Du bist der Meinung, denen schwimmen die Fälle weg und deshalb machen die jetzt solche Sachen, solche Kooperationen und öffnen sich langsam. Wo ich sage, naja, die müssen sich sowieso öffnen, sonst sind sie weg vom Fenster. Ja, eben. Es ist 2019. Okay. Ich bin seit 18 Jahren unterwegs. Nee, so habe ich mit Geld gemeint. Nein, Conny, geh nochmal zurück. Wenn wir die ganz normalen Geschäfte von Wikipedia anschauen, dann sagen wir diskutieren sie innerhalb des Wikiversums. Und dafür Richtig. Haben wir viele Möglichkeiten. Wir können auf Meta gehen, wir können auf Commons gehen. Übrigens ganz interessant, ich habe mit der Entwicklungsabteilung, der Softwareentwicklungsabteilung von Wikimedia Deutschland gesprochen. Und weißt du, was sie mir gesagt haben? Sie machen alle ihre Diskussionen auf Wikimedia, auf Commons. Mhm. Commons sei für Sie das offenste Projekt, wo Diskussionen geführt werden können. Also wir haben tonnenweise Möglichkeiten, computervermittelt auszutauschen. Und du würdest sofort sagen, der User Sänger hat total korrekt reagiert. Also das, was ich jetzt gelesen habe, finde ich in Ordnung. Eben. Und jetzt sage ich, das Projekt Wikiloves TV and Radio, dieses Community-Projekt Wikiloves TV and Radio, ist ein super, super wichtiges Thema. Mhm. Und ich würde sagen, keine Hinterzimmerentscheide. Macht einfach alles hier. Wir haben Platz, wir haben Zeit. Wikipedia ist not paper. Wir haben keine Begrenzungsprobleme. Wir können auch wieder archivieren, wenn es unübersichtlich ist. Alles kein Problem. Aber lasst uns die Themen, die hier entstehen, hier diskutieren. Okay, jetzt kriegen wir langsam die Kurve und jetzt können wir gleich sachlich darüber diskutieren. Ich möchte dir gleich mal ein Beispiel nennen, warum die Wikipedia-Telefonberatung nicht komplett transparent im Moment ist. Okay. Die Wikipedia-Telefonberatung führt eine Liste, wer der nächste Ansprechpartner bei der nächsten Beratung ist. Die führen wir bei Google Documents und die ist nicht für jeden einsehbar. Und das hat damit was zu tun, weil wir in der Wikipedia WP-Anon haben. Das heißt, wir haben Mitarbeiter, die einfach ihren Realnamen nicht bekannt geben wollen und die auch ihre private Telefonnummer nicht bekannt geben wollen. Ja. Das heißt, wir brauchen diese Liste, um zu planen, wo Wikimedia Deutschland die 0800er-Nummer nächsten Monat hinbiegt, ohne dass wir sozusagen das Recht an der Anonymität verletzen. Ja, kein Problem, oder? Okay, damit kannst du leben. Ja, ich würde sagen, oder? Okay, eine andere Frage. Wenn Wikimedia Deutschland eine Kooperation anstrebt mit
einem Museum, ja, sogenannte Glam-Kooperation. Mhm. Denkst du, dass es sinnvoll ist, die Bedingungen, wie man miteinander kooperiert und erstmal auszuleuchten, was man voneinander hat, dass man das transparent in einem Wiki diskutiert? Oder was könnte für wen ein Problem sein? Es könnte für die Institution ein Problem sein, dass sie ein Risiko eingeht, noch gar nicht weiß, was sind die Vor- und Nachteile einer Kooperation und Fragen stellen möchte, aber sich nicht outen möchte, dass sie beispielsweise nicht sach- und fachgerecht über die Sachen Bescheid weiß. Oder nicht super. Aber es könnte sein, die Institution möchte sich eben nicht outen, sondern sie möchte erstmal mit ein paar Vertretern von Wikimedia Deutschland, die auch die Kommunikationsschulung haben, mit diesen Leuten zu reden. Wikipedianer sind nicht immer in der Lage, mit einer Glam-Institution fachgerecht zu sprechen. Also ich traue es mir nicht zu, mit dem Humboldt-Forum über irgendwelche Sachen zu reden, für irgendwelche Projekte zu planen, weil mir einfach da die Erfahrung und das Fachwissen und das Vokabular fehlt, um das wirklich professionell zu machen. Echt? Conny, was soll das? Ja. Denkst du nicht, dass es so ist? Ja, also sicher nicht. Also was? Nee, überhaupt nicht. Nee, okay. Du würdest das alles, okay, sozusagen stellst du in Frage, warum es Wikimedia Deutschland überhaupt gibt? Nein, warum? Okay. Nee. Warum gibt es Gespräche zwischen Wikimedia Deutschland und Institutionen, die nicht im Wiki transparent dokumentiert sind? Das verstehe ich auch nicht. Das verstehst du nicht? Nö. Okay. Dort liegt der Hund begraben, oder? Ja, Stefan? Also weißt du, Wikimedia hat ja jetzt gerade in dieser dritten Strategiekonferenz ihre Ziele wiederholt. Und sie sagen Knowledge as a Service und Knowledge Equity. Sie setzen sich ganz offensiv dafür ein, dass Daten, Information, Wissen nicht nur open, sondern frei sind. Ah ja, übrigens, jetzt gerade gemacht hier am Wochenende in Zürich beim Wikimedia Training. Mal schauen, jetzt bin ich da in der DE. Diese Liste, das gefällt dir vielleicht. Das gefällt dir vielleicht, diese Liste. Schau mal hier. Ich will noch ein bisschen weiter forschen, was das Problem ist. Wenn ich darf. Diese Liste, ja? Aha. Wikimedia Foundation auf Global Level setzt sich dafür ein, dass Daten, Informationen, Wissen nicht nur open ist, sondern frei. Und wenn eine solche Organisation und Deutschland, die deutschsprachige Wikimedia Foundation ist jetzt nicht gerade unwichtig. Der Verein Wikimedia Deutschland ist jetzt gerade auf der globalen Ebene nicht unwichtig. Die spielen in zentralen Gebieten eine führende Rolle. Im Strategieprozess und so weiter. Und sie setzen sich dafür ein, dass sie freie Informationen haben. Nicht nur open, sondern freie. Und sie machen hintendurch Zeugs, wo sie Leute sogar aussperren müssen, weil sie nachfragen, welche Deals macht ihr? Aha. Das ist schon sehr komisch. Und umgekehrt, einfach immer wieder zu sagen, weil gesagt wird, ich hätte etwas gegen Öffentlich-Rechtliche. Ich war hier am Suchen, weil eben mit Gilles Marchand, das ist der Generaldirektor, das ist der oberste Boss des Öffentlich-Rechtlichen, da habe ich ständig, also nicht ständig, aber ich habe immer wieder Kontakt. Ich stelle jede Frage, die ich will, und er antwortet.
Das ist super. Stefan, für mich schließt sich gerade ein Kreis. Ich muss dir jetzt mal was erzählen. Pass auf. Dieser. Eigentlich. Nee, warte, warte. Ich hoffe, du hast noch Kraft. Ich bin im Moment ein bisschen ausgefroren hier, aber Stefan, für mich schließt sich gerade. Bist du bei mir? Ja. Für mich schließt sich ein Kreis. Ich bin eigentlich. Oder die Art und Weise, wie ich jetzt gerade diskutiert habe, war eine Haltung, um jetzt sozusagen das Problem SMS-Bann aufzubrechen und an die Wurzel zu kommen. Ah, die Wurzel. Ich Ja. bin vom Typus her immer schon der Wikipedianer gewesen, der versucht, komplett transparent die Projekte zu machen. Das heißt, Projekte werden im Wikipedia-Namensraum organisiert. Und alles wird transparent gemacht. Wie Ja. viel Euro, wie viele Leute, was für Ziele, Absolut. was für Tage, was für Teilnehmer. Genau. Und jetzt schließt sich für mich eigentlich der Kreis, warum das einige Wikipedianer nicht machen. Die wollen nämlich nicht, dass jeder an einem Wiki-Projekt teilnehmen kann, weil. Und da sind wir wieder beim Begriff des Trolls und der toxischen Personen. Es ist nicht jeder in der Lage, jeden Interessenten an einem Wiki-Projekt so harmonisch zu integrieren, dass das Projekt dadurch nicht gefährdet wird. Oh Gott. Es haben Benutzer begonnen, ihr versteckt Sachen zu organisieren, weil sie Angst haben, dass wieder dieser Benutzer teilnimmt und der wieder das auf seine Schiene drückt und mit seinen Art und Weisen macht und dann stört er uns noch dabei und dabei und dabei. Ja. Ja, Und ich bin das ist eigentlich der Meinung, Anfang-Gruppendynamik, also das ist doch unser Thema, oder? ja, das ist unser Thema. Für mich schließen sich jetzt hier gerade einige Kreise. Die Frage ist, warum ist Wikimedia Deutschland, ich sag's mal ganz konkret, also ich habe das jetzt nie getestet, hast du die Fragen, die du hast, mal direkt an Wikimedia Deutschland per E-Mail geschickt? Das ist ja eine lustige Frage. Warum sollte ich das tun? Weil mich interessieren würde, ob die Fragen beantwortet werden oder nicht. Und ich denke, sie werden Warum? beantwortet. Aber mein Lieber, warum, wenn die Fragen von diesem wunderschönen, super komischen Verschwörungstheorie-Text, er hat es ja auf den Tisch. Also, das ist ja ihre eigene, das ist ja. Das ist ja aus ihrem eigenen Kreis. Da formuliert ja einer die Fragen aus ihrem eigenen Kreis und sagt, der Stefan hat, oder der Account SMS 2 SMS hat ja nur das gefragt. Das ist doch legitim. Soll ich Okay. jetzt noch eine E-Mail schicken? Dann schreiben Sie mir zurück, wie kommst du dazu, verdammte Frechheit, mir eine E-Mail zu schicken? Wir diskutieren alles auf der Diskussionsseite. Also was soll ich denn? Okay. Und dann war ich ja noch in Wuppertal. Also ich wäre ja sowieso hingefahren. Aber es waren ja alle da, die sind ja alle um mich herum gestanden und haben mich gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Die Community auch? Nee. Nö. Nee. Aber eben, es haben halt die mit mir geredet, die es auch schwierig finden, die auch Probleme haben, die unter Ja. Wikistress leiden und weiß der Geier was. Aber die ganzen Verantwortlichen von Gnome, von Abda 78, es waren ja alle da. Nee, also da muss ich jetzt keine E-Mail schicken. Ich bin als Okay. da gestanden und die Fragen sind offensichtlich und ich will ja gar nicht persönlich Antworten bekommen. Okay, verstanden, verstanden. Stefan, für mich schließen die jetzt ein paar Kreise, aber ich habe noch nie komplett, der Knoten ist noch nie geplatzt. Die Frage ist jetzt, ich habe dich jetzt ganz schön konfrontiert. Ja. Wie kann die Wikipedia-Telefonberatung dir helfen?
Also ich glaube, dass das Typische bei einer, also das ist ja der Vorteil, wenn du jemand zu einer toxischen Persönlichkeit machst, dass du allen kommunizierst, passt mal auf, die Person, der User, dieser Benutzer ist ansteckend. Und wenn du da in die Nähe gehst, wird es problematisch. Also das funktioniert mit mir ganz schlecht. Ja, offensichtlich, das sehe ich ja. Aber es gibt wenige. Es gibt wenige. Also entweder lebt man das Konzept komplett oder man lässt das. Ja, also gut, ich Wie weiß. kann ich, was kann ich machen? Was kann ich machen? Eigentlich. Mein Bauchgefühl sagt mir, die komplette Diskussion auf Wikilofs TV und Radio muss komplett aufgearbeitet werden. Ja, also gut, das würde ich jetzt als konfrontativ erleben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie das können. Aber vielleicht Aber kann ich das. ja, was mich, also ich meine, das eine ist ja diese andere Arbeit, welche mich ja auch extrem interessiert und an welcher ich ja auch intensiv arbeite, ist ja diese andere Geschichte, welche ich hier bei Agree to Disagree gemacht habe. Das ist eigentlich der Umgang im Konfliktfall, ne? Im Also Projekt. ich würde, nein, ganz grundsätzlich, ich würde eigentlich sagen, WP-Konflikte müsste ganz dringend überarbeitet werden, weil es eigentlich keine Sicherheit mehr gibt, wie mit Konflikten umgegangen wird. Das ist ja das, was In der wir Wikipedia. hä? Im Projekt meinst du, gibt es keine Sicherheit, wie der Ablauf bei Konflikten ist? Ja, weil ich natürlich sagen würde, mir wurden im Konflikt, dass ich schwierig bin im Konflikt, das ist ja, das stelle ich ja gar nicht in Frage. Das ist ja so. Also ich würde auch nicht in Abrede stellen, dass ich ein Arschloch bin. Das ist alles gar kein Problem. Ich sage nur, wenn es zu Konflikten kommt und die Konfliktpartner streiten, ist es halt einfach sehr, sehr selten, sehr ästhetisch. Ne? Deshalb braucht es eben solche Verfahren, wie wir sie ja formuliert haben: dritte Meinung, Vermittlung, Probleme mit Admins, etc. etc. Und ich sage eigentlich nur, mir wurden wesentliche Teile in dieser Konfliktsituation verwehrt, wurde mir nicht zugestanden, wurde ich nicht Okay. angehört. Und das ist einfach nicht okay und das ist Gift für. Deshalb sage ich, das hat nichts mit diesem, es geht nicht um mich, sondern Ja. es geht um einen ganz darum, ich würde sagen, gerade darum macht es keinen Spaß mehr, bei Wikipedia mitzuarbeiten, weil wenn du nur einen klein bisschen was machst, was irgendeinem löschwilligen, wilden Admin nicht gefällt, bist du weg. Und dann musst du dir Shitstorms zuführen lassen. Das ist unter aller Sau. Ne? Stefan, ich danke dir, dass du mir jetzt hier die Möglichkeit gibst, diesen Einblick zu gewinnen. Vielen, vielen Dank. Komm, Ich höre auf. vielen Dank. Ich begreife jetzt erst, wo du hin möchtest. Und ich finde das ein hehres, schönes Ziel, das nicht an dir festzumachen, sondern im Generellen das zu erforschen. Und Natürlich. herauszufinden, warum gibt es diese Probleme? Conny, das ist das Schön. einzige Ziel. Das ist das. Es geht darum, schau mal hier, Wikidienstag ist das Ziel. Wo ist es denn? Wie das Editieren in der deutschsprachigen Wikipedia wieder Spaß macht. Das ist das einzige Ziel. Es Nee, geht um dort fehlt aber was. Es macht ja vielen Spaß. Dort muss rein allen Spaß machen. Weil den meisten macht's ja Spaß.
Die merken ja davon gar nicht. Echt? Aber ich glaube, das ist ein großes Ziel allen. Bitte? Nee. Also ich glaube einfach, wenn es nicht mehr klar ist, wie du im Konflikt. Schau mal hier, das ist ein sehr schönes da. Ah, nein, das ist doch egal. Nee, stopp. Ich möchte es verstehen, bitte. Kein schöner gewesen, gell? Das Interesse, wie da meine Geschichte verhandelt wurde, das ist die Seite der Admin-Diskussionen. Schau mal. Das ist für mich einfach auch ein Hinweis, das interessiert unglaublich viel. Kriegen Sie eine Lösung hin mit diesem Typ? Ich glaube, das wäre für ganz viele. Stefan, es ist sehr, ich bewundere auch deine Geduld und deine ausdauernde Art und Weise, das hier zu machen. Du hast auch wirklich ein Interesse, das weiter alles zu analysieren. Weißt du, ich bin so dankbar, dass ich auch mit dir sprechen darf, weil ich habe mir vor Jahren habe ich mir schon gesagt, irgendwann kommen mal Fachleute, die analysieren die Versionsgeschichten und die Diskussionshistorien der Artikel und finden ganz spannende Sachen raus. Und genau das passiert ja eigentlich jetzt. Ich bin begeistert. Schau mal da, das ist zum Beispiel einer, Stobaios. Hallo PM3, auch wenn wir den da ist einer, also PM3 hat sich ausgeklinkt und hat gesagt, ich mache jetzt nicht mehr mit. Und dann schreibt hier Stobaios, auch meine Motivation ist nach dem Rausschmiss von User SMS derzeit auf einem Tiefpunkt. Aber ein Ausstieg bedeutet, Wikipedia denen zu überlassen, die Informationen durch Meinung ersetzen wollen. Eine Wikipause tut immer gut, ich hoffe. Ich will nur sagen, ich glaube, es macht sehr, sehr vielen Menschen keinen Spaß im Moment. Weil diese Art und Weise, wie mit einem umgegangen wird, ist einfach echt schwierig. Ja, wirklich schön zeigen. Ich gebe dir recht und ich hatte in einem anderen Video, da hattest du das ähnlich formuliert, da hat der Gesprächspartner gesagt, vielleicht war das schon immer so. Ja, das ist ja übrigens, aber also ich habe ja dann versucht, mit diesem anderen, mit diesem Dreieck zu arbeiten. Das habe ich dir, glaube ich, letztes Mal schon gezeigt, gell? Zeig mal bitte. Das Dreieck. Wobei, über dieses Projekt sollten wir auch noch, also das würde auch extrem gut zum Thema passen, Wikimedia Deutschland, wie die Professionellen von Wikimedia Deutschland wirklich schwere Fehler machen. Aber weißt du, Stefan, das Problem ist, dass ich über Wikimedia Deutschland keine Ahnung habe. Ich kann ja nicht über Sachen reden, über die ich keine Ahnung habe. Das ist schwierig. Ja, ich kann ihn auch nur zuschauen, also keine Ahnung. Das kann ja eigentlich nur jemand, der bei Wikimedia Deutschland ist. Echt? Nee, zuschauen kann ich schon, wie sie arbeiten. Echt? Aber du weißt die Gründe nicht, warum sie so arbeiten, wie sie arbeiten. Das kann doch alles beobachten. Ich kann doch beobachten. Ich sehe dieses Projekt Wikipedia vor Ort. Und was stört dich? Hä? Und was stört dich? Es ist ein Top-Down-Projekt. Es kommt nicht über die Communities. Es kommt null über die Communities. Okay, was denkst du, wie viel Prozent Top-Down-Projekte sind? Ja, das sind die Projekte, die sie oben hinhängen, oder? Übrigens, ich wurde gesperrt am Tag, wie die Wikimedia Deutschland ein PR-Event in Berlin gemacht hat, Tag des freien Wissens. Ich wurde am Tag des freien Wissens am PR-Event von Wikimedia Deutschland gesperrt, weil ich gefragt habe, Wikimedia Deutschland, sag doch mal, wo arbeitet ihr an diesen Themen, die ihr mit den Öffentlich-Rechtlichen am bearbeitet? Dann wurde ich gesperrt. Du wurdest nicht von Wikimedia Deutschland gesperrt. Du hast auf eine ungeschickte Art und Weise
in der Community etwas erzeugt, wo die Community das nie verkraftet hat. Das sind doch keine Leute von Wikimedia Deutschland. Doch, doch. Also die auf der Admin. Du wirst auf der Seite finden, wo Bernd Fiedler explizit angefragt hat, ob man diese Sachen, bestimmte Inhalte wegmachen könnte. Das wäre sehr schlecht, wenn die ÖRA-Leute das sehen würden. Und dann wurde aber so, das ist doch so. Ja, eben, aber das ist einfach nur, also es gibt übrigens bei WP, könnte man sagen, Interessenskonflikt. Aber ja, ich bin bei dir. Ja. Und ich bin bei dir. Aber Stefan, das begründet doch geradezu, warum es Top-Down-Projekte gibt. Weil man in der Community die Gefahr läuft, dass Informationen auf eine Art und Weise dargestellt werden, wie sie Wikimedia Deutschland schaden. Und der Verein Wikimedia Deutschland muss ja auch Schaden von sich abwenden, um die Community weiter unterstützen zu können. Weißt du, Conny, ich wurde als Sozialarbeiter, als erster professioneller Sozialarbeiter auf der AIDS-Hilfe, auf einer regionalen AIDS-Hilfe angestellt. Also dieser Konflikt, also ich war auch so einer, ich habe meinen ersten professionellen Job bekommen, weil vorher jahrelang Aktivisten gekämpft haben dafür, dass sie Kohle bekommen, um ihre Sachen gut bearbeiten zu können. Also diesen Konflikt zwischen Professionellen und Aktivisten, der ist mir wirklich, den kenne ich in- und auswendig. Und ich finde es fantastisch, dass ich 30 Jahre später noch einmal dieses Erlebnis mache, aber jetzt in umgekehrten Vorzeichen. Jetzt bin ich der Aktivist. Und ich begegne diesen Professionellen, die jenseits von allen Aktivisten. Das finde ich extrem attraktiv. Okay, verstanden. Erklär mir die Pyramide kurz oder was du mir jetzt sagen möchtest. Ja, das finde ich ein sehr schönes, das nennt sich Graham, natürlich von Wikipedia bezogen, ist halt völlig klar. Da unten steht was mit beleidigen. Ist das das Erste, was ich machen muss? Nein, natürlich nicht. Okay. Aber wo komme ich jetzt hier auf die, wo ist das Ding jetzt wie komme ich jetzt auf die? Weitere Einzel, rechts das blaue, weitere Einzelheiten. Stefan? Hallo? Stefan? Ups. Stefan scheint raus zu sein aus dem Stream. Ja, der Stream läuft jetzt seit 2 Stunden 58 Minuten und irgendwie hat sich Stefan aus dem Stream verabschiedet. Ja, Handy, okay. Ich bin im Stream verblieben.
Ja, wenn es der Stefan jetzt nicht schafft, sich hier einzuklinken, dann werde ich mich wohl auch aus dem Stream verabschieden. Ja, also ich bin der Letzte hier im Stream verbliebene. Zusammenfassend kann ich sagen, dass einige Sachen heute mir bewusst geworden sind, über die ich nachdenken muss. Ich habe gemerkt, dass ich zu vielen Sachen einfach nur Halbwissen habe. Aber ich habe auch erkannt, dass Stefan sehr interessante Aspekte aufgreift, die das Klima in der Wikipedia betreffen und die auch sozusagen das Miteinander betreffen von einer ganz neuen Sicht. Oh, jetzt bekomme ich einen Anruf. Hallo, Stefan. Ich mache gerade ein paar zusammenfassende Worte, weil ich bin noch im Stream drin. Jetzt haben wir hier. Ich sehe, du hast den Stream noch an. Ja, Stefan? Stefan? Ja, Stefan hat gerade versucht, mich anzurufen. Ich werde jetzt. Oh, jetzt versuche ich das nochmal. Stefan? Hörst du mich? Irgendjemand schaut hier ein Video an. Bist du das, Stefan? Stefan, du bist jetzt über diesen Videochat nochmal im Stream und kannst ein paar Worte in deinem Stream zu Ende sagen und dann gehe ich hier raus. Ja, möchtest du? Du denkst, das läuft immer noch? Das läuft immer noch, ich habe es gerade überprüft. Ja, also Stefan, ich habe ein paar zusammenfassende Worte schon gemacht, dass ich interessante Einblicke heute wieder bekommen habe, über die ich nachdenken muss, dass ich viel Halbwissen bei mir wieder festgestellt habe, aber dass ich durch dich begreife, dass die Probleme, die wir in der Wikipedia mit dem Klima und mit dem Austausch und mit der Art und Weise des Umgangs haben,
dass die sehr tief verankert sind und dass wir dort ganz schön professionell rangehen müssen. Professionell, du. Also ich finde, Professionalismus finde ich natürlich Teil, also empfinde ich als Teil vom Problem, nicht Teil von Lösung. Okay, dann ist das eben mein Wort, was ich jetzt genommen habe. Ja, gut. Ja, nee, aber auf jeden Fall, deshalb bin ich ja auch an diesem Community Care. Und das sind ja alles Hinweise, die ich aus der sozialen Arbeit beziehe, aus Großgruppenmoderation, aus Gruppendynamik, aus gewaltfreie Kommunikation, Ja. aus der Geier was. Wir haben so viele Hinweise, die wir nutzen können. Richtig. Und diese Sachen, die müssen in die Wikipedia rein und wir brauchen dafür eigentlich ein Wiki-Projekt, Stefan. Also, es heißt Wiki-Dienstag bei mir. Also, Ah, es gibt das Wiki-Projekt schon. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass du nicht gesperrt bist und das Projekt machen kannst. gut, das Witzige ist ja, dass dieses Projekt, was ich natürlich genau als, also wie du es, also es wäre interessant, jetzt eben noch einmal nachzugehen, wie du es beschreiben würdest. Es ist ja genau diese Suche nach warum hat Wikipedia so einen sensationellen Zuspruch gehabt in den Ja. ersten Jahren? Warum hat es jetzt einen so sensationellen Zuspruch bei Wikidata? Und dass wir wirklich davon lernen und eine Transformation hinkriegen, dass die Situation sehr speziell ist in der deutschsprachigen Wikipedia. Das bestätigt ja auch Ja. Catherine Mahir und so, also CEO von Wikimedia Foundation, Global Level und so. Also ja, daran gut zu arbeiten, das ist für mich schon das Thema. Und das Super. muss auch nicht Wiki-Dienstag bleiben oder so, da bin ich ja extrem offen, ich würde das alles abbrechen, wenn ich Leute finden würde, wie dich zum Beispiel, wo man sagen würde, hey, das müssten wir angehen, wie können wir es angehen? Also ich kann dir nur sagen, mein Bauchgefühl sagt mir, wir müssen das auf jeden Fall angehen, aber ich selbst beispielsweise, jetzt muss ich wieder ein Wort verwenden, was du nicht gerne hören willst, aber ich bin einfach nicht professionell genug, das zu machen, aber ich habe ein großes Interesse, mich damit zu beschäftigen. Weil ich möchte, dass unsere Community Care klingt schön, ich sage, die Community muss gesund bleiben. Und das ist ganz Natürlich. wichtig. Und ich glaube, wir müssen jetzt auch Schluss machen, dass wir beide gesund bleiben. Habe ich dir gesagt, wann ich morgen am Beten bin? 5:30 Uhr, da bin ich aber auch schon munter, kann ich dich beruhigen. Echt? Ja, ich stehe jeden Tag 5:30 Das ist fair. auf. Lieber Stefan, der Stream ist jetzt 3 Stunden, 7 Minuten. Ich bin ja mal gespannt, ob es Menschen gibt, die das anschauen. Mir hat das heute ganz großen Spaß mit dir gemacht. Entschuldige bitte, dass ich dich angegriffen habe. Nein, das hast du doch nicht. Du bist viel zu robust. Es geht doch um Kritik. Es Ja. geht doch genau darum. Das ist dieses Dreieck. Schau dir dieses Dreieck einmal an. Ich finde das so saugeil, weil du einfach siehst, hey, auf Ebene beleidigen. Okay, kann man machen. Damit sehe ich vielleicht, dass bei dir auch sehr viel Energie drin ist. Und das könnte ja sogar heißen, dass du ein Freund von mir werden könntest, wenn ich dich so beleidigen muss. Weißt du, was ich meine? Und dann geht es aber darum, da wegzukommen und hochzuklettern, eines nach dem anderen und Richtung Gegenargument, Widerlegung und dann eben wirklich dieses Kämpfen um Argumente. Das ist die hohe Schule des Miteinanderredens, Miteinander Streitens. So, und das ist, da bleibe ich einfach ganz still, das ist die Stärke von Wikipedia. Umgang mit Konflikten, mit Dissens. Deshalb bin ich ein Kloster-Dissentist. Das ist ja mein ganzes Teil. Ein tolles Schlusswort. Stefan, ich beende den Stream. Ich Thomas, wünsche dir einen guten Schlaf. ich finde das so toll, dass du den Stream retten konntest. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald, Conny. Eine angenehme Woche im Kloster. Ja, vielen Dank. Danke dir. Wiederhören. Ciao.
Tschüss. Bis bald, Stefan. Ciao.